Weststream Samstag. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich muss heute unbedingt auch auf jeden Fall noch XP-Gedöns mitnehmen, wenn ich queste. Der soll wirklich auf 50 kommen am Ende von Somerset. Das wäre schön. Mit dem würde ich dann High Isle spielen, damit er auf 50 kommt. Wobei... Doch, das macht Sinn, weil er dann auch das Gebiet kommt. Das würde hinkommen. Dann habe ich die wenigstens. Oder wir machen einen ganz neuen Char. Da muss man dann mal gucken. Und P hat einen wunderschönen guten Morgen. Nicolina, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Und auch wenn es die ganze Zeit als Werbung hier schon durchläuft, morgen ist ein ganz normales Stream von 8.30 Uhr bis ca. 12 Uhr. Wir werden uns weiter ans Triple wagen vom Kram des Schiffbauers. Aber dann ab 12 wird es den zweiten ISO-Stammtisch geben. Lara und Verena sind zu Gast und ein Open Mic für Dinge, die ihr vielleicht nicht nur im Chat dann anbringen wollt und mit uns reden wollt, sondern wenn ihr wollt, dann da ist auch ein Riss hier. Die Stadt ist ein bisschen zu protzig, was? Eingebaut werdet. Wo ich herkomme, wäre das hier kaum mehr als ein Abort. Als Experiment. Wo ich herkomme, pinkelt keiner. Und wir werden halt über High Isle und vor allen Dingen halt auch über die vergangenen Patch sprechen. Kommt man da hin oder ist es... Man kommt hin. Weiß doch, dass Zoss nicht böse ist. So, wo sind wir denn? Westmäßig angekommen. Haben ein bisschen was offen in der Kluftkapballe. Die ist ganz schön weit weg. Dann haben wir relativ viel hier oben drin. Ich glaube, das war auch das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was wir heute auf dem Programm haben. Von hier nach da drüben reiten. Ich glaube, ich werde aber trotzdem noch mal da runter reiten und werde den Riss direkt noch mitmachen. Ja, das ist doch ein ganz guter Plan. Und Kalitra, einen wunderschönen guten Morgen. Ali, hallo. Abflusskanal zum Rausreiten. Ein Riss in der Nähe. Keine Ahnung, warum ihr sie alle versiegeln wollt. Lineare Zeit wird doch überbewertet. Denkt doch mal nach. Ihr könntet sterben, bevor ihr geboren wurdet. Halt, das ist eher schlimm, oder? Verzeiht. Denkt doch mal nach. Denkt denn einer an die Kinder? Wald haben wir hinter uns, da haben wir letzte Woche aufgehört. Mit diesem Rumgeporte da. Ja.
So. Die Akademie der Illuminaten. Hallo. Nee, das ist ein schlechter... Ah, da war... Ja, okay, da hatten wir... Das. Der Unterricht beginnt! Wenn ich das Huhn töte, wäre er böse. Bestimmt. Die haben wir ja beim letzten Mal schon aufgehört. Die haben auch noch einiges... Helft doch bitte einer armen Seele wie mir. Ein bisschen... was noch nachzulesen. Bitte, guter Herr, habt ihr eine Münze für einen elenden Bettler? Ihr seid kein elender Bettler, ihr seid das Opfer einer Verzauberung. Oh, aber ich bin elend. Seht ihr nicht meine dreckigen Fingernägel, meine eitrigen Geschwüre? Ich bin ein Opfer, das ist wahr, aber nicht einer Verzauberung. Nein, ich bin verflucht worden. Fragt mich nicht nach meinem Namen. Ich habe keinen. Ich habe nur eine Geschichte über Stolz und Trauer. Könnt ihr mir diese Geschichte erzählen? Ich habe nicht das Herz, sie laut auszusprechen. Ein grausamer Schreiber brachte mein Leid schon zu Papier. Doch ich kann die Lektüre nicht ertragen. Das ist nicht nur eine Fabel. Es ist mein Leben. Lest die Geschichte, wenn ihr müsst. Aber bitte erspart mir den Schmerz, sie hören zu müssen. Ich werde diese Geschichte finden. Ah, übrigens, Kalitra, für dich vielleicht ganz interessant. Also nicht nur für dich, sondern auch für die anderen, aber du vielleicht als Content Creator, beziehungsweise auch Künstlerin. Leute, morgen während dem ESO-Stammtisch werde ich eine weitere Show ankündigen, die ich dann einmal im Monat plane. Mehr dazu dann morgen. Aber das ist eine Geschichte, die schon sehr, sehr lange in meinem Kopf nämlich rumschwirrt, die ich bisher nicht umgesetzt habe. Da aber so die letzten Ideen ganz cool ankamen mit dem ESO-Stammtisch, mit Versteckenspiel, mit Vorlesestream etc. pp. Wird diesen Monat an den Start gehen. Also seid gespannt, was es da morgen zu erzählen gibt. So. Achso, ich muss dem jetzt eine Geschichte suchen. Wir müssen jetzt die richtige Geschichte finden. Wenn er ein Bettler ist, könnte die Geschichte über den Bettlerprinzen ganz naheliegend sein, aber vielleicht ist es auch genau der Bait. Die Legende der Geisterschlange. Beobachtung über die Mabrigash aus den Tagebüchern von Bonorion, dem Wanderer im Jahre 568 der zweiten Ära. In Deshan traf ich auf einen seltsamen Stamm Aschländer, Dunkelelfen. Sie nennen sich die Mabrigash. Im Gegensatz zu ihren Brüdern in Vradenfell sind sie kein Nomadenstamm und haben sich wohl in den isolierten Gebieten von Deshan, die sie als das Tal der Geisterschlange bezeichnen, niedergelassen. Ich glaube, sie haben sich die Geisterschlange ausgedacht, um Fremde davon abzuhalten, zu lange in ihrem Dorf zu verweilen. Aber ehrlich gesagt reicht ihre Unhöflichkeit aus, die jener der zivilisierten Dunkelelfen in nichts nachsteht, um Fremde zu vertreiben. Aber meine Neugier... C4T0RI jetzt 8 Monate dabei. Danke.
Aber meine Neugier in Bezug auf diesen isolierten Stamm wappnete mich gegen ihre Einstellung. Ich blieb eine Weile in ihrer Nähe, beobachtete sie und zeichnete meine Beobachtungen auf. Und dies sind meine Schlussfolgerungen über die Mabrigash. Die Mabrigash heißen ihre Besucher nicht willkommen. Die Mabrigash scheinen in einer materialistischen, matriarchalischen Gesellschaft zu leben und ihre Frauen sind auf jeden Fall viel dominanter als ihre Männer. Sie scheinen die Männer zahlenmäßig 3 oder 4 zu 1 zu übertreffen. Ich würde nicht sagen, dass diese Gesellschaft Männer hasst, aber sie traut ihnen sicher nicht und mag sie auch nicht allzu sehr. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Sie behaupten, dass die Geisterschlange ihnen Rat erteilt und das Tal bewacht. Ich glaube, dass sie diese sogenannte Geisterschlange benutzen, um Besucher zu vertreiben und die Dorfbevölkerung zu kontrollieren. Wie es scheint, opfern sie diese mythischen Gottheit ihre eigenen Stammesmitglieder. Die Stammesältesten befürworten Prozesse, um die Geisterschlange zu ehren und viele davon enden mit dem Tod der Angeklagten. Dies ist die Legende der Geisterschlange, die mir eine nette kleine Dame im Alter von 6 oder 7 Jahren erzählt hat. Sie näherte sich mir völlig furchtlos und ohne zu zögern. Sie fragte mich, warum ich so unheimlich sei und sie die ganze Zeit beobachte. Zumindest war das ihre Hauptaussage. Ich kenne bestenfalls nur die Grundlagen der Sprache der Mabrigash. Ich entgegnete mit einer meiner eigenen Fragen. Worum handelt es sich bei der Geisterschlange, von der ich höre? Fragte ich sie. Folgt dem gewundenen Pfad und ihr werdet es herausfinden, antwortete sie mit einem Schlag ihrer niedlichen kleinen Wimpern. Die Geisterschlange gewährt Ratschläge und Schutz, solange wir uns um das Tal kümmern. Das weiß doch jeder. Sie erzählte mir davon, dass sich die Geisterschlange aus vereinten geistlichen Essenzen der weiblichen Vorfahren zusammensetze. Durch den Glauben und den Respekt der lebenden Stammesmitglieder wurde ihr eine spektrale Form gegeben. Oder es handelt sich um eine unheimlich tote Schlange, die das Tal unsicher macht und gerne unschuldige Mabrigash-Kinder frisst. Sie sprach sehr schnell und, wie ich zuvor sagte, beherrsche ich den Dialekt beim zweiten bei weitem nicht perfekt. Wissenschaftlich gesehen fertigt der Stamm einzigartige Schlangenhautleder. Sie verwenden dieses Leder für einfach alles, von der Kleidung über Rucksäcke bis hin zu einfacher Rüstung. Allerdings sind sie nicht bereit, dieses wundervolle Material an Fremde zu verkaufen, nicht einmal an die Männer ihres eigenen Stammes. Jeder darin Beteiligte könnte ein Vermögen verdienen, wenn die Mabrigash überzeugt werden könnten, mit der Welt außerhalb ihres Stammes zu handeln. Ich traf eine Mabrigash-Späherin auf der Patrouille. Sie drohte mir, mich den Geistern und Schlangen auf dem gewundenen Pfad zum Fraß vorzuwerfen. Zum Glück waren meine Geschwindigkeit und Kletterfähigkeiten viel besser als ihre. So konnte ich dem wilden zeremoniellen Ritual entgehen. Zusätzliche Beobachtungen führten mich zu der Schlussfolgerung, dass der Stamm sich hauptsächlich von Schlangenfleisch ernährt. Dies könnte zu ihren unkontrollierten, feindseligen Auftreten beitragen. Nach mehreren Tagen, an denen ich in der Nähe mein Lager aufgeschlagen hatte und ständig beobachtete, besuchte mich ein eher furchteinflößender Mabrigash-Krieger. Er sagte, dass er der Gulukan sei. Er meinte, der einzige Grund, warum sie mich nicht einfach den Schlangen im Tal zum Fraß vorgeworfen hatten, bestand darin, dass der Seher mich als unglücklichen Idioten eingeschätzt hatte. Ich habe bei der Übersetzung dieser Nachricht bestimmt etwas missverstanden. Als ich darum bat, den Seher treffen zu dürfen, schien sich die Hand des Gulakan fest um den Griff des eher bösartig aussehenden Schwertes an seiner Seite zu schließen. Da entschied ich, dass meine Zeit beim Mabrigash-Stamm abgelaufen sei. Anmerkung von Nuros Raloro, Gelehrtenpriester des Tribunals Kramfeste im Jahr 576 der zweiten Ära. Diese total lächerliche Beobachtung wurde vor einigen Jahren herrenlos an der Grenze zu Steinfälle gefunden. Der bosmarische Chronist Bonorion scheint nicht einmal den Verstand eines 5-jährigen Kindes zu besitzen, wenn es darum geht, ungewöhnliche Ereignisse oder Völker aufzuzeichnen.
Er fällt darauf zurück, sich Dinge auszudenken und wilde, unlogische Sprünge zu machen, um zu seinen sogenannten Schlussfolgerungen zu kommen. Dieses Dokument wurde innerhalb des Tribunalsbibliotheks aufbewahrt und Kopien wurden verbreitet, da er zumindest einige Unterhaltungen mit dem Maprigash geführt hat und die Informationen über diesen Stamm noch immer sehr dürftig sind. Katori, einen wunderschönen guten Morgen und vielen, 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 vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Dankeschön. Und viel Spaß im Lurk. Natama, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Okay. Das hat sich jetzt nicht nach Bettler angehört. Über die Minotauren. Von Nonus Caprinius. Vorübergehend freischaffender Gelehrter der kaiserlichen Altertümer. Heißt, vorübergehend freischaffen, das könnte auch ein Bettler sein. Ganz gleich, wie viele Institutionen der höheren Bildung mich hinauswerfen, ganz gleich, wie viele Verleger den Druck und die Verbreitung meiner Theorien ablehnen. Ich weigere mich, meinen Standpunkt zu widerrufen oder meinen Forschungsschwerpunkt zu ändern. Nicht bevor Minotauren die Anerkennung und den Respekt zuteil wird, den sie verdienen. Im Laufe meiner Studien über die Ursprünge des Kaiserreichs und hier besonders Aufstieg und Fall des Alesianischen Ordens, ist mir etwas Erstaunliches aufgefallen. Versteckt im Hintergrund, oft absichtlich verschleiert, doch für all jene unter uns, die wissen, wonach sie Ausschau halten müssen, immer noch sichtbar, verbarg sich ein ganzes Volk Humanoider, das von der Geschichtsschreibung nahezu ausgelöscht wurde. Dieses Verbrechen gegenüber der Geschichte darf nicht weitergeführt werden. Und ich gelobe, diese Kreaturen wieder ihren angemessenen Platz in der Chronik des Kaiserreichs zukommen zu lassen. Ich beziehe mich natürlich auf die geschmähten und missverstandenen Minotauren. Die Abstammung dieser Humanoiden mit Körpern, die denen von Menschen ähneln, und Köpfen, die denen von Bullen gleichen, kann bis zur Kaiserin Alessia selbst zurückverfolgt werden. Mögen auch keine Aufzeichnungen aus dieser Zeit zu uns gekommen sein, welche die Situation darlegen könnte. So gibt es doch zahlreiche uralte Dokumente aus späteren Epochen, die von einer Verbindung zwischen den Sklavenkönigin und Kühnets Sohn Morihaus berichten, den die Göttlichen aussandten, um Alessia zu helfen und sie zu beraten. Ich bin überzeugt, dass der oft als Minotau dargestellte Halbgott Morihaus dem Volk durch seine Tändelei mit der Sklavenkönigin und die Geburt ihres Sohnes Belhaza, dem Menschenbullen, zu einem Aufschwung verholfen hat. Wie auch immer die Wahrheit bezüglich der Ursprünge der Minotauren aussehen mag, im Anschluss an Kaiserin Alessias Herrschaft stieg ihre Zahl immer weiter an. Ich behaupte, die frühen Minotauren waren ebenso intelligent und kultiviert in ihren Gebräuchen wie ein Elf oder Ork oder Kaschid. Die dem Kaiserreich treu ergebenen Minotauren gehörten zu den ergebensten Verteidigern der Kaiserin Alessia. Bestimmte Kunstwerke und Bücher aus dieser Zeit weisen darauf hin, dass viele meiner Kritiker... Doch viele meiner Kritiker wollen wissen, wo die hieb- und stichfechten Beweise sind, die meine Behauptung untermauern. Bedauernswerterweise wurden viele dieser Beweise in der Zwischenzeit zerstört, während der fälschlicherweise so bezeichnete Alesianische Orden über das Kaiserreich herrschte. Letztlich war es der Alesianische Orden, der die strikten alesianischen Doktrinen befolgte. Von all den Regeln und Regularien, die in den 77 unbeugsamen Doktrinen dargelegt sind, waren die verrufesten jene, die sich nachdrücklich gegen die Elfen richteten. Ich behaupte, dass der Orden nicht auf eine anti-elfische Geisthaltung beschränkt war, und ich glaube, seine missgünstigen Anhänger wandten die Doktrinen auf alle nichtmännlichen menschlichen Völker an, von denen sie glaubten, sie verfolgen zu müssen, die Minotauren eingeschlossen. Ein noch erhaltenes Fragment einer alten Tafel, das als Belhaza-Stein bekannt ist, zeigt das, was nach Meinung der Mehrheit der Gelehrten als ein Teil eines größeren Reliefs angesehen werden kann,
welches Belhazar den Menschenbullen, den zweiten Kaiser des Alessianischen Kaiserreichs, darstellt, wie er den Feinden entgegentritt. Meine eigenen Recherchen zu diesen Fragmenten erzählen eine vollkommen andere Geschichte. Dem Schritt ihrer Rüstung und der Form ihrer Speere nachzuurteilen, halte ich die sogenannten Feinde, die in dem Relief dargestellt sind, tatsächlich für fanatische Vorläufer der alessianischen Truppen. Die Speere, die direkt auf das Herz des Minotauren gerichtet sind, deuten darauf hin, dass diese Proto-Alessianer die Minotauren töteten und vertrieben, womit sie den Niedergang des Volkes, von dem wir heutzutage noch immer Beweise finden, einleiteten. Das, was dem einst so majestätischen Volk der Bullenmenschen widerfahren ist, ist eine Schande. Doch haltet ein. Ich kann meine Kritiker bereits hören. Sie verlangen mehr Beweise. Beweise, von denen ich befürchte, dass sie im Zuge der hunderter weiterer Gräueltaten, die vom Alessianischen Orden verurbt wurden, ausradiert wurden. Doch einen weiteren Fakt kann ich in die Waagschale werfen. Und dieser wird jedem offensichtlich, der dazu bereit ist, an ausgewählte Orte zu reisen und die Aktivitäten der Minotauren aus sicherer Entfernung in Augenschein zu nehmen. Solltet ihr euch in die Wildnis begeben, um die Minotauren zu studieren, werdet ihr feststellen, dass diese sich häufig an oder in der Nähe von älteren Städten sammeln, die für das Kaiserreich von hoher Bedeutung waren. Weshalb? Ich behaupte, dies hat damit zu tun, dass sie sich instinktiv an eine Zeit erinnern, als sie erbitterte Verteidiger des frisch gebackenen Kaiserreichs waren. Ich behaupte, dass solche Städten anziehend auf sie wirken und sie diese noch immer verteidigen, trotz der Taten, die der aufkommende Alessianische Orden an ihnen verübte und damit diese bemerkenswerten Kreaturen der Vernichtung einhergab. O spottet nur, wenn ihr nicht anders könnt, nur zu. Ich habe Schlimmeres ertragen. Doch haltet einen Moment inne und denkt zumindest über das nach, was ich euch dargelegt habe. Und dann fragt euch selbst, weshalb die Minotauren diese uralten kaiserlichen Städte bewachen. Vielleicht lernt ihr durch diese Frage die Minotauren wertzuschätzen. Zumindest ein wenig. Na, Tamarat, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, man meint gerade nach dem Lesen, hey, das ist doch, wäre doch vielleicht sogar noch eine Geschichte wert. Ich weiß gar nicht, wie in den späteren ESO-Teilen die Minotauren dargestellt werden. Aber vielleicht können wir sie wieder, ne? Wenn es wirklich so ist, vielleicht ja auch wieder kultivieren. Und dann werden sie ein spielbares Volk. Der Bettlerprinz. Wir sehen auf die Bettler des Reiches herab. Diese verlorenen Seelen sind die Armen und die Elenden des Landes. Jede Stadt hat ihre Bettler. Die meisten sind so arm, dass sie nur das besitzen, was sie am Leib tragen. Sie essen die Brocken, die wir anderen verschmähen. Wir werfen ihnen eine Münze zu, damit wir nicht lange über ihre Not nachdenken müssen. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich die Geschichte vom Bettlerprinzen hörte. Ich konnte mir unter einem Bettlerprinzen nichts vorstellen. Dies ist die Geschichte, die ich gehört habe. Sie trug sich in der ersten Ära zu, als die Götter unter den Menschen wandelten und Dedra ungestraft die Wildnis unsicher machten. Es war eine Zeit, bevor sie alle ins Reich des Vergessens verbannt wurden. Es war einmal ein Mann namens Almos, vielleicht war es auch eine Frau. In der Erzählung bemüht man sich, eine klare Aussage über Almos Geschlecht zu vermeiden. Ist ja nicht schlimm. Almos war das 13. Kind eines Königs in Walenwald. Als solches war Almos weder Teil der Thronfolge, noch hatte er Aussicht auf ein üppiges Erbe. Almos verließ den Palast, um auf eigene Faust Glück und Ruhm zu suchen. Nach vielen Tagen des Wanderns durch die endlosen Wälder und winzigen Dörfer stieß Almos auf drei Männer, die einen Bettler umringten. Der Bettler war von Kopf bis Fuß in Lumpen gehüllt. Keine Stelle des Körpers des Landstreichers war zu sehen.
Die Männer waren darauf aus, den Bettler zu töten. Mit einem Schrei der Wut und Empörung stürzte sich Almos mit gezogenem Schwert auf die Männer. Die einfachen Bauern, die nur mit Heugabel und Sensen bewaffnet waren, flohen sofort vor der gepanzerten Gestalt und dem glänzenden Schwert. »Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt«, keuchte der Bettler aus dem Haufen stinkender Lumpen heraus. Almos konnte den Geruch kaum ertragen. »Wie lautet euer Name, Unglücklicher?«, fragte Almos. »Ich heiße Namira.« Im Gegensatz zu den Bauern war Almos gebildet. Dieser Name bedeutete ihm zwar nichts, aber für Almos bot sich eine Gelegenheit. »Ihr seid die Dethrische Fürstin«, rief Almos. »Warum habt ihr zugelassen, dass jene Männer euch malträtieren? Ihr hättet sie alle mit einem Flüstern töten können.« »Es freut mich, dass ihr mich erkannt habt«, krächzte Namira, das ist eine Frauenstimme. »Es freut mich, dass ihr mich erkannt habt«, krächzte Namira. »Ich werde oft von den Dorfbewohnern beschimpft. Es freut mich, dass man mich an meinem Namen erkennt, wenn schon nicht an meinen Eigenschaften.« Almos wusste, dass Namira, die Dethrische Fürstin, alles Üblen und Widerwärtigen war. Krankheiten wie Lepra und Wundbrand waren ihre Domäne. Wo jeder andere eine Gefahr gesehen hätte, sah Almos eine günstige Gelegenheit. »O Namira, o große Namira, lasst mich euer Lehrling sein. Ich bitte euch nur, mir Mächte zu gewähren, mit denen ich mein Glück finden und mir einen Namen machen kann, der bis in alle Ewigkeit bestehen wird.« »Nein. Ich gehe meinen Weg in der Welt allein. Ich brauche keinen Lehrling.« Namira machte sich schlurfenden Ganges davon. Almos jedoch ließ sich nicht abwimmeln. Schnell heftete sich Almos an Namiras Fersen und drängte auf eine Lehre. 33 Tage und Nächte. Lang hielt Almos das Gespräch am Leben. Namira blieb stumm, aber Almos redete unaufhörlich. Schließlich am 33. Tag war Almos zu heiser, um noch weiter zu sprechen. Namira drehte sich zu der plötzlich verstummten Gestalt um. Almos kniete im Schlamm zu ihren Füßen und hob die Hände flehend empor. »Anscheinend habt ihr eure Lehre bei mir doch vollendet«, sprach Namira. »Ich werde eure Bitte erfüllen.« Almos war überglücklich. »Ich schenke euch die Macht der Krankheit. Ihr dürft an jeder beliebigen Krankheit leiden und diese nach Wunsch ändern, vorausgesetzt, dass ihre Symptome sichtbar sind. Allerdings müsst ihr immer mindestens eine ertragen. Ich schicke euch die Macht des Mitleids. Ihr werdet in jedem Mitleid erwecken, der euch erblickt. Das sind ja ihre Dinger. Außerdem schenke ich euch die Macht der Nichtbeachtung. Ihr könnt andere dazu zwingen, eure Anwesenheit zu ignorieren.« Almos war entsetzt. Das Feine waren keine Gaben, mit denen man Reichtümer verdienen konnte. Es waren Flüche. Jeder für sich genommen, schon schrecklich, aber zusammen waren sie unvorstellbar. »Wie soll ich mit diesen schrecklichen Geschenken ein Vermögen verdienen und mir einen Namen machen?« »So wie ihr 33 Tage und Nächte lang zu meinen Füßen gebettelt habt, so sollt ihr jetzt in den Städten der Menschen um euer Vermögen betteln. Euer Name wird unter den Bettlern von Tamriel zur Legende werden. Die Geschichte vom Bettlerprinzen Almos wird von Generation zu Generation weitergegeben.« Es kam, wie von Namira vorausgesagt, Almos war als Bettler unwiderstehlich. Niemand konnte das arme Wesen ansehen, ohne der kauernden Gestalt unbedingt eine Münze zuwerfen zu wollen. Almos stellte jedoch außerdem fest, dass die Macht der Nichtbeachtung die Türen zu allen Geheimnissen des Reiches öffnen konnte. Die Leute sprachen arglos wichtige Dinge aus, wo Almos sie hören konnte. Mit der Zeit wusste Almos über das Kommen und Gehen jedes einzelnen Bürgers der Stadt Bescheid. Bis heute heißt es, dass man, wenn man wirklich etwas wissen will, die Bettler fragen soll. Sie haben ihre Augen und Ohren überall in den Städten. Sie kennen all die kleinen Geheimnisse des Alltags der Einwohner.
Und Linaya, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tu Eniwan, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Und auch der Rest, der jetzt noch beim Lesen dazugekommen ist. Dominik sehe ich noch, einen wunderschönen guten Morgen. Auch Tienchenmaus, einen wunderschönen guten Morgen. Einem weiblichen Minotaur. Boah. Seid ihr zurück, um noch einmal einen Blick auf namenlose Sorge zu werfen? Dann schaut gut her. Ihr habt einen Namen. Almos, der Bettlerprinz. Almos. Ein Name, der selbst das steinernste Herz erweichen kann. Die meisten Leute bemerken uns niedere Bettler nicht einmal. Geschweige denn, dass sie unsere Namen kennen. Ich danke euch dafür. Aber Namen füllen keine leeren Bäuche. Bitte, Gnade, habt ihr eine Münze über? Soll ich mich weigern? Oder gebe ich ihm Gold? Ist seine Kartoffel geschimmelt? Oder ist es eine geile Ofenkartoffel mit Quark und Petersilie drauf? Kräuterquark. Dann hat er auch kein Gold verdient. Gib. Ah ja, komm. Ja, machst du Gold. Was für eine Großzügigkeit. Mara segne euch. Ja, und jetzt? Seid ihr zurück, um noch einmal ein Almos. Ein Name, der selbst das steinernste Herz erweichen kann. Die meisten Leute bemerken uns niedere Bettler nicht einmal. Geschweige denn, dass sie unsere Namen kennen. Ich danke euch dafür. Mach einfach beides. Aber Namen füllen keine leeren Bäuche. Bitte. Du hast eben gerade Geld von mir bekommen. Habt ihr eine Münze über? Nein. Warte, ich denke nur mal nein. Was? Nein, das könnt ihr nicht machen. Hab ich ihm einfach was Kein gegeben. Sterblicher hat je meinen elenden müssen. Zustand gesehen. Und war nicht vor Mitleid gerührt. Oder seid ihr vielleicht gar nicht sterblich? Ihr seid es, nicht wahr? Gesegnete Namira, ihr seid zurückgekommen, um mich von meinen Qualen zu erlösen. Wovon sprecht ihr? Oh, große Namira, süße Fürstin der Verwesung. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Bitte befreit mich von euren Gaben. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Verarscht ihn mal so ein bisschen, ne? Ja, ich bin es. Die Dietrische Fürstin Namira. So spricht sie auch hundertprozentig mit den Menschen. Ich habe mich entschieden, meine Gaben von euch zurückzuholen. Oh, vielen Dank. Mein Dank kennt keine Grenzen. Ich werde euch aus meinen Fängen lassen. Macht alles rückgängig. Ich flehe euch an. Ja, ich spüre keinen großen Unterschied. Was ist denn los? Das ist verwirrend. Du bist verwirrend. Das war es schon. Ich fühle mich überhaupt nicht geheilt. Ich fühle mich noch so wie vorher. Ich bin verwirrt. Das liegt daran, weil ihr überhaupt keine Krankheiten hattet. Ihr seid nicht der Bettlerprinz. Ihr seid Pavo. Nein, ihr müsst euch irren. Schaut doch. Ich bin in Lumpen gehüllt und von Geschwüren überzogen. Schaut mich nur an. Schaut. Oh. Halt. Was mache ich hier? Wer seid ihr? Ihr standet unter einem mächtigen Illusionszauber. Ich helfe Erodil dabei, einen Weg zu finden, wie man ihn aufhebt. Erodil. Ja, ich erinnere mich. Mein altbackener, langweiliger Freund. Ich sollte nach ihm suchen. Vielleicht kann ich helfen. Er ist in der Mitte des Innenhofs. Ich werde euch begleiten. Ha, kürz ab. Und ich hab gewonnen, Erster. Ja, du stellst dich jetzt einfach daneben und schreibst. Ja, mega Hilfe bist du. Ihr seid zurück.
Und Pavo auch. Hört zu. Ich glaube, ihr seid da etwas auf der Spur. In dem Buch sind noch mehr Seiten aufgetaucht. Die Rettung Pavors hat dafür gesorgt, dass das Buch sich wieder verändert hat? Ja, ich glaube schon. Und es scheint euch gerade gar nicht zu mögen. Warum schaut ihr nicht nach, was es zu sagen hat? Gucken wir mal. Welch Drama, welch Kunstfertigkeit. Jeder traurige Gelehrte warf seine alte, langweilige Maske ab und nahm eine neue Rolle an. Tollkühne Abenteurer, geplagte Küchenjungen und legendäre Helden. Aber wie? Herein wanderte ein Störenfried. Ein Ränke schmiedender Betrüger, der das Spiel der Gelehrten zu stören suchte. Dieser Eindringling ahnte nichts von dem schrecklichen Schicksal, das ihn erwartete. Ein ums andere Mal stürmte der tapfere Held auf die Bühne. Mit toten, sauren Worten beraubte dieser Eindringling die Akteure ihrer Kraft. Schließlich vergaßen diese törichten Bücherwürme ihre Rollen und schlüpften zurück in die öde, vorhersehbare Routine, die man nur im Spott als echtes Leben bezeichnen kann. Was immer Besitz von Gladi ergriffen hat, ist eindeutig wenig erfreut. Ich bereite ihr wirklich ungern noch mehr Kummer, aber ich glaube, wir sollten weiter meine Freunde befreien. Was kommt nun als nächstes? Ihr habt Pavo gerettet. Gut gemacht. Ihr solltet die anderen suchen. Vielleicht könntet ihr auch als nächstes Tanelven helfen. Sie verhört zwei meiner Schüler im Vorlesungsgarten. Okay. Machen wir gleich. Das machen wir gleich. Diese Meere mögen trügerisch wirken, aber fürchtet euch nicht. Selbst die Winde des Ozeans erbeben beim Anblick von Kapitän Werhai. Hat bei dir jemand Kanalpunkte eingelöst, dass du so bietest? Und Alexa Smirnova, einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen. Einer von euch ist der Dieb. Ich knacke den Fall noch. Seid mir vorsichtig da, mein Freund. Hier treibt ein Dieb sein Unwesen. Einer dieser beiden Skampen ist das Verbrechergenie hinter einem halbgaren Komplott zur Entwendung eines Kuchens. Meines Kuchens, um genau zu sein. In der Blüte seines leckeren Daseins einfach verschlungen, während ich ihm kurz den Rücken zuwandte. Ein Kuchen? Wer auch immer Kuchen klaut. Seid ihr eine Bäckerin? Oh, große Güte, nein! Ihr erkennt doch sicher die schlaueste und kurvenreichste Ermittlerin Tamriels. Ihr müsst offenkundig bei der Lektüre über meine Eskapaden kräftig aufholen. Ein paar kluge Schreiberlinge haben einige von ihnen zu Papier gebracht. Hier sollte irgendwo eine Ausgabe davon zu finden sein. Da ist Evelie Schafsfall kann hier nicht weit sein eigentlich. Ich werde sie finden. Die Ermittlerin Vala, die ja auch in High Isle eine Rolle spielen wird, scheinbar irgendwie, wie recht ich hatte. Die Ermittlerin Vala. Ermittlerin Vala, der Mord im verschlossenen Zimmer. Oh, das Zimmer war zum Zeitpunkt des Mordes tatsächlich verschlossen, sagte Ermittlerin Vala, während sie sich Staub von ihrer eleganten Weste putzte. Das Küchenmädchen, ebenso staubig und ziemlich rot im Gesicht, richtete schnell ihre Schürze und eilte von hinten in den gut bestückten Regalen der Alchemistin hervor. Hatten die ein kleines Tête-à-tête? Was ging dort hinten vor sich, Ermittlerin? Fragte Alchemistin Krilana argwöhnig. Oh, eure lebhafte kleine Zofe ist mir nur zur Hand gegangen.
bei meinen Nachforschungen. Okay, was ist hier los? Achtet gar nicht auf sie. Worauf ihr achten solltet, ist die halbleere Flasche Warmasugalle. Alchemistin Krillana bewegte sich nervös auf dem Stuhl hin und her und warf einen Blick auf die stämmige Stadtwache, die das Gespräch mit neuem Interesse verfolgte. Sie schluckte und sagte: Was hat mein alter Vorratsraum mit dem Tod des Bankiers in Grad zu tun? Er war in seinem eigenen Zimmer eingeschlossen, als er starb. Vala strich mit den behandschuhten Fingern über eines der Regale. Ja, das ist tatsächlich ein recht staubiger Ort hier. Ihr habt betont, dass dieser spezielle Lagerort seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Aber man beachte die Flasche Warmasugalle. Das meiste des Staubes wurde von ihr abgewischt. Und wisst ihr wieso? Wieso? Fragte die stämmige Wache. Vala schenkte ihm ihr strahlendstes Lächeln. Weil, werter Konstable, der Bankier bereits ermordet war, als er sich einschloss. Er wusste es nur noch nicht. Vala wandte sich mit einem triumphierenden Grinsen der Alchemistin zu. Gesteht. Ihr habt während der letzten Wochen großzügige Mengen der tödlichen Galle auf die Schreibfeder des Bankiers aufgetragen. Ihr habt dem armen Mann nach und nach vergiftet. Seid verdammt, Vala, fluchte die Alchemistin. Aber ich gönne euch nicht die Befriedigung, mit ansehen zu dürfen, wie sie mich in ein Verlies wegkarren. Krillana schaute sich den Inhalt einer Fiole, schüttete sich den Inhalt einer Fiole die Kehle hinunter, bevor die Wache sie aufhalten konnte. Ihre Haut nahm die Farbe von Asche an, noch bevor sie auf den Boden aufschlug. Euer Tod gibt mir keine Befriedigung, Krillana. Das hat das kleine Küchen. Also, da sagt sie es ja sogar selber, sagte Vala voller Bedauern. Dann jedoch hellte ihre Miene sie wieder auf. Ganz im Gegensatz, euer Küchenmädchen. Wo ist das kleine Luda nur hingelaufen? Ich hab Krillana, ich hab nicht Krillana gesagt, bitte. Glanz der Piratenkönig. Viele von euch Taugenichtsen hatten ja noch nicht das Vergnügen, an der Seite der des glorreichen Kapitäns Fortunata zu segeln. Also habe ich hier ein paar Fakten aufgezählt, damit ihr bezüglich des großartigen und ruhmreichen Provinzgouverneurs im Bilde seid. Wenn Kapitän Fortunata brüllt, lauscht der Wind. Kapitän Fortunata hatte nie Skorbut, denn Skorbut will sie nicht wütend machen. Oh, es ist hier so wie hieß er? Chuck Norris. Kapitän Fortunata ist Chuck Norris. Nein, Chuck Norris ist Kapitän Fortunata. Kapitän Fortunata versenkte einmal ein Boot, als sie kräftig nieste, doch die Seeleute an Bord ertranken nicht, weil sie ihnen befahl zu leben. Das ist halt echt Chuck Norris. Wirbelstürme ereignen sich, wenn Kapitän Fortunata entgegen der Windrichtung furzt. Kapitän Fortunata spuckte einmal auf Immerfort. An dieser Stelle entstand der Pjollsee. Ein dummer Dunkelelf meinte einmal, Kapitän Fortunata könnte nicht singen. Sie verpasste ihm eine, dass er in den Himmel flog. Wir warten immer noch darauf, dass er wieder runterkommt. Kapitän Fortunata nutzt das Schwert nur, weil es ihr langweilig wird, die Leute mit den kleinen Fingern zu töten. Kapitän Fortunata angelt nicht. Wenn sie einen Fisch will, springt dieser auf ihr Deck und brät sich selbst. Schlachterfische schnappen nicht nach Kapitän Fortunata, denn sie möchten sich ihre Zähne nicht ausbeißen. Dietrische Fürsten betteln darum, mit Kapitän Fortunata Geschäfte zu machen. Und das ist nur ein Bruchteil der Herrlichkeit unserer geliebten Piratenkönigin.
Und Sammy, einen wunderschönen guten. Guten Morgen. Kapitän Fortunata. Und? Habt ihr die Lektüre über meine Heldentaten beendet? Beeindruckend, was? Aber ja, dann seid ihr also Ermittlerin Vala? Ja, Ermittlerin Vala zu euren Diensten. Habt ihr einen verblüffenden Kriminalfall zu melden? Nun, ich werde euer kleines Problem schon rasch lösen. Als erstes muss ich den Kuchenklauer mit den klebrigen Fingern enttarnen. Es ist ganz klar einer von den beiden hier. Seid ihr sicher? Was? Natürlich bin ich das, Dummerchen. Ich weiß, dass dies dem durchschnittlichen Bürger wie ein nicht zu lösender Kriminalfall erscheinen muss, aber für mich ist die Sache ganz klar. Einfach ausgedrückt, ich irre mich nie. Habt ihr irgendwelche Beweise? Beweise? Na, aber natürlich habe ich Beweise. Ich will nur, dass diese beiden sich noch ein bisschen länger am Haken winden. Ich werde die Identität des Diebs schon noch früh genug enthüllen. Okay. Ich gucke gerade schon mal nebenbei gerade nach meinem Mittagessen. Hab da eben irgendwas Leckeres gelesen. Du bist dabei. Nehme ich auch einfach ein Groß. Und weise her, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Viel Spaß. Ahoi! Was geht ihr denn so frech bei mir längsseits, wie diese neugierige Maid? Ich kann mit euch Landratten nix anfangen. Was ist mit dir falsch? Wenn ihr den Kuchen nicht gestohlen habt, wer war das dann? Diese aalglatte Bretonin muss in sich genommen haben. Glaubt mir, ich erkenne eine Diebin, wenn ich eine sehe. Und dieses kleine Luder ist so schuldig, wie man es sich nur vorstellen kann. Du musst öfters muss aber mächtig flink sein. Ich habe die Halunken kaum aus den Augen gelassen. Und diesen Augen entgeht nie etwas, wisst ihr? Wenn ihr die Bretonin die ganze Zeit über beobachtet habt, ist es da nicht möglich, dass sie unschuldig ist? Nein, das ist nicht möglich. Ermittlerin Vala meinte, einer von uns beiden wäre der Täter. Und ich bin es nicht. Die da ist so gerissen wie ein einäugiger Hai. Vala liegt nie daneben. Nie! Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, bevor der Kuchen verschwand? Ich sah aus den Augenwinkeln braunes Fell vorbeihuschen. So geschwind wie ein Delfin im Kielwasser. In Richtung der Hecke, glaube ich. Ihr meint aber nicht, dass diese Bretonin eine Werwölfin ist, oder? Das ist ein Katze. Ihr bürdet diesen ohnehin schon gebeugten Schultern noch größere Lasten auf? Ich habe keine Kuchen gestohlen. Und nun fort mit euch, sonst lasse ich euch in den Kerker werfen. Wer hat Ermittlerin Vala's Kuchen gestohlen? Kuchen? Ach, Kuchen? Ich kann mich nicht mit derlei Kleinigkeiten aufhalten. Ich habe ein Königreich, auf das ich aufpassen muss, und ein pflegelhaftes Kind zu bändigen. Ich habe keinen Kuchen gestohlen. Das war ganz klar der Pirat dort drüben. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich habe nicht gesehen, wie sich der Strolch entfernt hat. Wenn ihr nicht gesehen habt, wie der Pirat gegangen ist, wie könnt ihr euch da sicher sein? Was? Ihr wollt mir weismachen, dass sich Ermittlerin Vala hier geirrt hat? Ha, lächerlich! Der Pirat ist der Schuldige. Schaut euch doch bloß die ganzen Krümel an. Nur ein Seemann ohne Tischmanieren würde so eine Sauerei machen. Krümel? Ja, seht doch! Sie sind überall! Sie bilden anscheinend eine Spur ins Gebüsch. Warum sich dieser Tunichtgut in die Büsche geschlagen hat, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass eine müde Monarchin die Gedankengänge eines Verbrechers nachvollzieht. Und El-Yara, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Wo sind hier Krümel?
Warum sehe ich keine Krümel? Die Geschichte von Prinzessin Iselde. Dieses Stück Propaganda wurde für Haus Tamrit verfasst und verteilt, während Gräfin Iselde sich im Süden aufhielt, wo sie beim Orden von Arkai lernte. Vor langer Zeit regierte im Reich Honschelm ein mächtiger König namens Hudelbutt. Und er regierte gütig und lange. Nach vielen Jahren fühlte König Hudelbutt sein Ende nahe. Und er dachte darüber nach, was wohl nach seinem Tod mit seinem Reich passieren würde. Nun war dieser König mit 2 Söhnen gesegnet, was für gewöhnlich ein Quell der Freude wäre für einen alternden Monarchen. Aber in diesem Fall war es ein Problem. Denn der jüngere Sohn, den ihm seine Königin geschenkt hatte, Prinz Füllhorn, war willensschwach und antriebslos. Im Gegensatz dazu war der ältere Sohn Prinz Panzer hört sich auch geil an. Prinz Panzer, von tapferem und selbstsicherem Wesen. Und obschon seine Mutter zu Haus Timrat gehörte, dem edelsten von ganz Hornschelm, war Prinz Panzer ganz offenkundig nicht das Kind einer ehelichen Verbindung. Nun war König Hudelbutt ein weiser König und er versuchte nicht zu verbergen, dass ihm sein älterer Sohn Prinz Panzer lieber war, als da er eindeutig den besseren Herrscher abgebe. Nichtsdestotrotz waren einige, nachdem der alte König schließlich nach Aetherius gegangen war, der Ansicht, dass die halbe Portion namens Prinz Füllhorn ihm auf den Thron folgen sollte. Ich weiß nicht, ob diese Leute einfach nur fehlgeleitet waren oder ob sie einen anderen Grund hatten zu glauben, dass man die Herrschaft über Hudelbutt untergraben müsse. Zum Glück setzten sich die weiseren Köpfe durch und Prinz Panzer wurde vom Rat der Adligen zum König von Hornschelm gewählt. Kurz nach seiner Intronisierung traf Panzer auf einen Ball eine Dame namens Fürstin Vespire, in die er sich verliebte. Die liebreizende und schlaue Vespire war eine Tochter des Hauses Timrat. Und nach kurzen Werben berichtete König Panzer seinem Rat der Adligen, dass er sie zu seiner Königin machen würde. Allerdings legte Graf Füllhorn, der frühere Prinz, sein Veto ein. Er fände es ungeschickt, da König Streiters Mutter ebenfalls eine Timrat gewesen sei und die Fürstin Vespire gemäß des Gesetzes der Blutverwandtschaft ihm zu nahe stände für eine Hochzeit. Diesen stimmte der Rest des Rates zu und man überredete König Panzer, die junge Dame zu vergessen. Als sie davon hörte, verschwand Fürstin Vespire. Angeblich wurde sie von einer Gruppe Nixaden in die Wälder verschleppt und obwohl der König Suchtrupps ausschickte, fand er seine verlorene Liebe niemals wieder. Nach einer Weile empfahl der Rat um das Herrscherhaus willen, dass König Panzer die junge und gesunde Fürstin Ignocht des Hauses Fahrt heiraten sollte. Und mit gebrochenem Herzen kam der König dieser Empfehlung nach. Panzer und Ignocht heirateten. Und König Panzer erfüllte seine königlichen Pflichten an seiner neuen Königin. Nach wenigen Monaten wurde verkündet, dass Königin Ignocht ihrem König ein Kind geboren hat. Für das Neugeborene wurde ein Namenstagsfest anberaumt, zu dem jeder von Rang und Namen im Reich eingeladen wurde. Am Tag der Feier kamen die Guten und Großen von Hornschelm und legten Geschenke vor die Wiege von Prinzessin Arayelle, denn so lautete ihr Name. Aber am Ende der Stange stand jemand, den niemand erkannte. Eine üble Würdvettel in Mantel und Kapuze, die eine finstere Blume in den Händen trug. Zwar kannte man Würdvetteln in Hornschelm seit dem Jahr des Sonnentodes, aber alle fürchteten diese eine und niemand wagte es, sich ihr in den Weg zu stellen. Die Würdvettel trat an die Wiege der Prinzessin und als sie an ihrem Fuß angelangt war, warf sie ihre Kapuze zurück und rief: »Seht, König Panzer, ich bin es, Fürstin Vespire, jetzt eine Würdin.« Die farbenfroh gekleidete Menge trat entsetzt zurück. Denn der früher so schönen Fürstin Vespire war eine lange Nase mit hässlichen Warzen gewachsen. »Ihr habt es wohl übersehen, mich zum Namenstag eurer Tochter einzuladen. Aber ich bin dennoch gekommen. Und seht,
Ich habe der kleinen Prinzessin ein Geschenk mitgebracht. Was für ein Geschenk? Fragte König Panzer mit zitternder Stimme. Eine finstere Blume? Die gefällt mir ganz und gar nicht. Das überrascht mich nicht, Eure Hoheit, sagte die Wirtvettel spöttisch. Denn dies ist eine vergessene Rose, eine Blüte, die niemand will. Ich weiß, wie sich das anfühlt, König Panzer. Und daher verfluche ich eure Tochter zu einem ebensolchen Schicksal. Dann warf die schreckliche Vettel die missgestaltete Blüte auf den Säugling, bevor sie in einem Feuerblitz und einer Wolke übelriechendem Rauch verschwand. Dun, 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 dun. Und so geschah es. Prinzessin Arajele wurde schön wie eine Rose, war aber so widerborstig und launig. Dennoch war sie eine Prinzessin des Nordens und als König Emetik aus dem Süden kam und eine Braut suchte, wurde schnell eine Vermählung beschlossen. Aber Graf Füllhorn war seit langem ein gern gesehener Gast im Süden und ein guter Freund von König Emetik. Und er wies den König des Südens darauf hin, dass Arajele widerborstig und launisch war und die Prinzessin von Wachturm besser zu ihm passen würde. Nach einer Weile stimmte Emetik ihm zu. Er brach seine Verlobung mit Arajele ab und versprach seine Hand der Prinzessin von Wachturm. Dies wollte der König Panzer aber nicht so einfach hinnehmen und er schwör, dass er gegen den Eidbrecherin König des Südens in den Krieg ziehen würde. Es erinnert mich an Game of Thrones. Und er führte rechtschaffenen Krieg gegen König Emetik. Aber bei der Schlacht beim Felsen wurde Panzer von einem seiner eigenen Generäle hintergangen. König Panzer fiel, seine Krone und Prinzessin Arajele verschwanden. Und seitdem steht der Thron von Hornschelm leer. Es gibt jedoch Gerüchte, dass König Panzer eine Zwillingsschwester hatte. Warum auf einmal jetzt? Die nach ihrer Geburt jedoch von einer Wirtvettel verschleppt und in die Wälder großgezogen wurde. Und dieses Kind, eine Tochter von Huddelbutt und Timrat, hatte selbst eine Tochter, die zur Familie ihrer Mutter zurückgebracht wurde. Und der Name dieser Tochter war Gräfin Iselde. Und wenn die Wahrheit ans Tageslicht käme, würde jeder wissen, dass sie in Wahrheit Prinzessin Iselde sein müsste. Und sie und niemand sonst ist der rechtmäßige Erbe des Throns von Hornschelm. Allerdings ist dies eine Geschichte, die er Volk erzählen muss. Ja, damals in Tamriel, ne, da ging das alles ein bisschen schneller und... Das sind zwar keine Krümel, aber wenn das mal nicht... Ach, guck mal, wer ist denn hier hinten mit dem Käsekuchen? Es sind sogar mehrere Käsekuchen. Hast du da drauf gekackt? Ja, warum nehme ich denn den kleinen Kuchen mit und nicht die 5 Riesenkuchen, die in dem Fass liegen? Was ist denn da los? Prinzessin Vala, nee, Ermittlerin Vala, du bist ein Lapp. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wie ich den Backwarendieb enttarne. In Ordnung. Wer ist der Schuldige? Es liegt auf der Hand, dass der Schuldige niemand anderes als dieser Pirat dort drüben ist. Die Aussage des Seeräubers war sehr farbenprächtig und nannte auch die genaue Sorte des Kuchens, was nur jemand wissen kann, der von ihm gekostet hat. Noch ein verblüffender Fall abgeschlossen. Beeindruckt? Nicht zu Recht. Ich habe das hier neben einem vollgefressenen Hund gefunden. Ein Hund? Natürlich! Das Fell, die Krümel. Wie konnte ich das übersehen? Das war so offensichtlich. Nein, das stimmt nicht. So geht die Geschichte nicht. Ich bin Ermittlerin Vala. Ich liege nie falsch. Wartet, ich höre einen Namen. Wer ist Tanelven? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt.
Ihr seid Tanelwin. Ihr wart das Opfer einer Verzauberung. Erudil wartet auf dem Innenhof auf euch. Ja, jetzt erinnere ich mich. Dieses verdammte Buch, das Illuminus, das ist schuld an allem, oder? Ich gehe jetzt nach Erudil schauen. Auriel weiß, dass er meine Hilfe brauchen wird. Danke, mein Freund. Eine sinnliche Detektivin zu sein, war unangenehm. Gern geschehen. Ich begleite euch. Mal sehen, ob Erudil schon eine Lösung hat. Heißt das, wir haben Ärger? Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich Hunger. Ja, hier ist noch Kekse, Kuchen, Käse, Trauben. Viel Spaß. Da seid ihr ja. Gladir ist weitaus weniger fröhlich. Und das Buch hat sich wieder verändert. Ich glaube, wir nähern uns der Entscheidung. Wie ist die Lage? Jedes Mal, wenn ihr jemanden zurückbringt, wird Gladis Verärgerung größer. Es fing als einfaches Schnaufen und Murmeln an. Aber jetzt, sie schäumt fast schon vor Wut. Außerdem gibt es noch einen Eintrag im Buch. Es ist... Nun, schaut es euch selbst an. Sicher, ich werfe einen Blick darauf. Trau mich noch nicht so ganz. Genug davon! Illuminus, welch Drama, welch Kunstfertigkeit. Jeder traurige Gelehrte warf seine alte, langweilige Maske ab und nahm eine neue Rolle an. Tollkühne Abenteurer, geplagte Küchenlungen. Und legendäre Helden. Aber weh, herein wanderte ein Störenfried, ein ränkeschmiedender Betrüger, der das Spiel der Gelehrten zu stören suchte. Dieser Eindringling ahnte nichts von dem schrecklichen Schicksal, das ihn erwartete. Ein ums andere Mal stürmte der tapfere Held auf die Bühne. Mit toten, sauren Worten beraubte dieser Eindringling die Akteure ihrer Kraft. Schließlich vergaßen diese törichten Bücherwürmer ihre Rollen und schlüpften zurück in die öde, vorhersehbare Routine, die man nur im Spott als echtes Leben bezeichnete. Am Ende wurde die wagemutige Verfasserin des Stücks der Einmischung des Heldens überdrüssig. Sie blickte über ein dunkles und tosendes Meer, über das Meer der brütenden Albträume, auf dem nur die mutigsten Künstler segelten. Und aus den schwärzesten Tiefen hervor beschwor sie Schrecken jenseits aller Vorstellungskraft. Schon bald sollte der Held verschlungen werden. Und Lily Angel. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück von der Arbeit. Hallihallo. Ihr, oh, ich habe wirklich so langsam genug von euch. Meine Geschichte war perfekt. Perfekt! Und jetzt habt ihr sie versaut. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich weiß es. Wisst ihr es? Es reicht. Letzte Chance. Wer seid ihr? Dum, 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 dum. Dum 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 dum. So viel Stolz, so viel Aufschneiderei. Ihr werdet wirklich eine famose Figur für meine Geschichte, wenn ihr euch nicht so sturköpfig einmischen würdet. Mein Name ist nicht wichtig.
Das Stück spielt die Hauptrolle. Die Geschichte. Ja, Käse. Das wisst ihr inzwischen sehr gut. Ihr habt es ja die ganze Zeit gelesen. Also ist das Illuminus eure Geschichte? Ja, und es wäre eine wesentlich bessere Geschichte ohne euch darin. Ohne irgendeinen von euch. Ihr seid langweilig. Gewöhnlich. Ich brauche bessere Musen. Die Bibliothek. Ja, da gibt es wunderbare Bücher. Ich werde sie verwenden, um eine wahre Geschichte des Grauens zu spinnen. Halt! Keine Bewegung! Ihr verdient dieses Buch nicht. Es ist meins! Gladir, wartet! Sie ist verschwunden. Oh, was für ein Pech. Wo ist sie hin? Sie sagte, dass sie Geschichten in der Bibliothek auftreiben will. Nun, das ist weniger gut. Sie spricht vermutlich über das Magazin unter der Halle der Illumination. Wenn sie für Ärger sorgen will, gibt es dort mehr als genug Geschichten, die dafür genau richtig sein dürften. Ihr müsst euch beeilen. Lasst sie nicht entkommen. Alles klar, kriegen wir doch hin. Und Shadow Soldier, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Ist eben gerade. Oh, das war ein Buch, was da rumfliegt. Ich dachte, da wäre irgendwas an der Decke gekrabbelt. Sprecht mit Archiva Meridian. Ach, was ist das für eine Sauerei? Liegende Bücher kommen mir auch bekannt vor. Oh je, ein schurkischer Abenteurer. Endlich! Entschuldigt das Durcheinander. Ich achte sonst so sehr auf Sauberkeit. Wenn etwas schmutzig wird, oh, ich werde dann ganz durcheinander. Was ist mit dir verkehrt? Oh, du hast deinen O-Saft verschüttet. Oh, ich glaube, ich muss mal putzen. So, was ist hier drinnen denn nun geschehen? Nun, eine wohlgefällige Frau kam hier durchmarschiert. Verstruppeltes Haar, fester Hintern und, oh, der Busen. Jedenfalls wurden die Bücher hinter ihr lebendig. Reißzahnbewehrte Bestien und verschwitzte, bärtige Kämpfer tauchten hinter ihr auf. Wird es hier gerade irgendwie wärmer? Habt ihr eine Ahnung, wie ich mit diesen Illusionen fertig werden soll? Oh, ich habe da eine Menge Ideen. Oh, halt. Ihr wollt sie verbannen. Ich bin ja so ein Dummerchen. Die Kreaturen scheinen an ihre Bücher gebunden zu sein. Wenn ihr ein Buch schließt und es wieder ins Regal stellt, könnte das klappen. In Ordnung. Woher weiß ich, wohin die Bücher gehören? Instinkt. Roher, ungezähmter Instinkt. Wenn das nicht klappt, schätze ich, dass ihr die Regale überprüfen könntet. Vielleicht hat ein nach außen prüder, aber insgeheim lüsterner Archivar sie beschriftet. Achtet nur darauf, dass die Bücher in den richtigen Regalen landen. Diese Folianten scheinen mir sehr speziell zu sein. Ja, sei kein böser Bube, wenn du meine Bücher einräumst.
hier durch die Tore von Oblivion scheinbar verhindern können, aber ich darf das Buch nicht lesen. Pfannkuchen für 4 Personen. Ja, das ist tatsächlich Arbeit. Da muss er voll viel machen und immer im Backofen händeln und so. Vielleicht mal irgendwann wieder was Neues skillen und mitnehmen. Ne, irgendwie noch nicht. Ich dachte, du hast hier voll die Kohlrouladen, Wissingrollen, keine Ahnung was bekommen, Lana. Und einen Kuchen hast du geklaut. Nee, du warst eine Alchemistin und hast Menschen getötet. Stellt euch mir, ihr Vielschreiber. Eure Geschichte endet hier. Eben in dem komischen Buch, die Alchemistin Granada oder wie sie hieß. Beim Community-Treffen machst du Waffeln. Gibt ein Community-Treffen? Von welcher Community? Oder machen wir Gamescom-Party? Apropos Gamescom. Kai hat ja gestern im Stream jetzt offiziell verkündet, dass es tatsächlich eine, also das hat er ja schon vorher immer mal wieder gesagt, aber dass es am 27. August im Zuge der Gamescom, am Gamescom-Samstag wieder eine Taverne geben wird. Bisher gibt es aber noch keine Location. Guckt am besten nach Zimmern, weil es ist nicht gerade sehr günstig während der Gamescom. Das Walddunkel. Im Stiefeln schwarz von des toten Mannes Erde stand ich an der angstkeuchenden Schwelle. Dort versteckt hinter trockenen Dorn, wollten die Wölfe die ewig verloren. Nur einmal wagte ich hinein, als feurige Maid mit Midjars Herz. Das Haar noch frei von todesknochiger Hand, die Seele noch rein von Schreckensbrand. Auf moosigen Knochen und Stinkmorscheltrunk fand die Füße nur mageren Halt, und zwischen den Bäumen stank der Morast, wo blutrünstig Bestien hielten Rast. Um mich herum, da hörte ich sie schnauben, die Knochensäge durch morsches Holz, und dann ihr Heulen, diese klagende Ode, an Jagdkönig Hirsine und seine Lust am Tode. Schnell lief ich weg durch kretzende Büsche, des gehetzten Hasen Panik im Auge. Mit jedem Fehltritt wurde lauter das Keifen, sie wollten das Fleisch mir abziehen, streifen. Ich spreche durch die Bäume, geschunden, die Kleider zerfetzt, zerschürft die Haut. Doch vor der Hecke machten die Wölfe Halt, ihre schwarzen Augen, weiß, vor Feuer uralt. Flieh von hier, schienen sie zu sagen, zurück in dein Heim, zu deinen leeren Freunden. Kehr zu uns zurück, wenn ihr in der Not, durch, sucht letzte Ekstase in blutigem Rot. Wo ist dieser Typ?
Naturpoesie, Talmor-Verträge, passt irgendwie nicht, Biografien. Kaschitische Verse. Ja, solltest du aber schon ne? Wenn du alles gestellt kriegst. Wir schauen mal, was Kai als Tavernenort wählt und dann gucken wir mal vielleicht. Ich will ja auf jeden Fall übers Wochenende kommen. Auch schon mit Abby gesprochen. die ja auch hier in der Nähe wohnt. Dass wir schon freitags morgens nach Köln fahren könnten. Und auf die Gamescom dann gehen. Dann hätte man den Freitagabend für Dinge frei. Samstag tagsüber dann Dinge und Samstagabend wäre dann die ESO-Taverne. Ja, aber die Taverne ist eigentlich ganz cool, Frau Kilana. Das kann ich dir sagen. Also, ne? Und wenn du gar keinen Bock hast, lässt du deine Arbeitgeber stehen, schnappst dir Svenja und trinkst mit ihr Wein. Ich sage euch, also sobald es dann auch da mit Anmeldungen und sowas losgeht, lasse ich das euch natürlich wissen. Denn man kann ja, also die ESO-Taverne wird halt nicht einfach, jeder kann mal vorbeikommen, bla bla bla. Sondern man muss sich dafür anmelden und Kai muss das bestätigen, weil je nachdem, das wird wieder sehr, sehr schnell ausverkauft sein, in Anführungszeichen ausverkauft. Ja, welches Regal nehmen wir denn jetzt? Kaschitische Verse waren es nicht, eine Biografie war es auch nicht. Ein Thermalvortrag war es auch nicht. Oder ein Talmor-Vortrag. Ne, wie hieß das hier? Talmor-Verträge. Ich hätte es halt eher als Naturpoesie. Und Arkon, einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Ja, also wir hatten es gerade von der ESO-Taverne und der Gamescom. Vielleicht noch Beschwörungsanleitung. Ich versuch's mal mit der Natur. Weil Hecke und Wölfe, ist ja irgendwie alles Natur. Nein, alles ruiniert. Ha, hat funktioniert. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wenn man dann am Gamescom-Wochenende arbeiten muss. Das ist blöd, Lily Angel. Aber, ne? Wir hatten in den letzten Jahren auch immer mal wieder ja Release-Partys, ne? Elsewhere war ja ganz groß, dann in Wiesbaden damals, da wo Kronk und Kaya Jana waren, das war ja dann auch, ne? Und sowas wird Kai mit Sicherheit, wenn es einfach auch die Situation und sowas zulässt, dann immer mal wieder einbauen. Kai hatte auch schon mal das Ding, dieser kleinere Tavernen in verschiedenen Orten organisiert hat, sei es dann zum Beispiel zu irgendeinem Markt, der in Bremen ganz groß ist, Bremen-Heumarkt oder wie das Ding heißt. Und dann hat er sich da mit Leuten getroffen, die Lust hatten und hat das halt in einem kleineren Rahmen gemacht. Ich denke, sobald es die Situation rund um Corona auch da wieder ein bisschen zulässt, nicht mehr, dann ist es mit Sicherheit ja auch wieder angedacht. Der Süden kommt so kurz. Ja, das ist halt immer so eine Geschichte, ne? Also wobei, Kai war auch schon hier in der Schweiz auf einer Messe und hat dann da abends was gemacht. Und Frankfurt hat er einmal geplant, da ist es ausgefallen.
Wie gesagt, dann war Wiesbaden, Bremen, weil Kai dann halt da auch ist, der kommt ja da halt auch her. Und halt, na, gell, die ESO-Taverne ist halt einfach mit Gamescom, wenn die halt, na, wenn die nicht in Köln wäre, die Gamescom, dann wäre die ESO-Taverne auch wahrscheinlich immer da, wo die Gamescom halt ist. Von daher. Ja. Im Juli treffe ich meine Achievement-Gruppe für ein Wochenende. Okay, das ist. Ich finde sowas ja auch, ne? Es ist, am Anfang ist es immer so ein bisschen, aber es ist ja, wenn man mit den Leuten im TS abhängt, etc. pp., ist es halt auch schon mal cool, sich dann auch in Wirklichkeit zu treffen. Das macht auch. Deswegen feiere ich die ESO-Taverne so und bin da auch immer voll dabei und guck halt auch, dass die Leute da sich einbinden und dann halt auch sich kennenlernen. Die Belagerung von Aldmarak. Von Belagerungsmeisterin Germia Dimitrius. Während der Expansionskriege der Remanischen Dynastie führte die kaiserliche Legion zahllose Belagerungen von großen und kleinen Festungen durch. In den meisten Fällen führte gnadenlose Bombardierung zu einer schnellen Kapitulation. Die Kombination der Expertise, die die Kaisertreuen im Pioniers- und Belagerungshandwerk aufwiesen, mit der Feuermagie und den alchemistischen Mitteln der Akaviri erwies sich als unaufhaltsam. Dennoch fühlten sich einige Gegner dem Kaiserreich ebenbürtig. Der falsche Gott der Dunkelelfen, Vivek der Lügner, war einer dieser Gegner. Im Laufe einiger Monate drängten die Legionen von Rehman II., die Dunkelelfen, tief in ihr eigenes Territorium zurück. Schließlich verschanzten sich die Elfen in der altehrwürdigen Festung von Aldmarak. Das war eine äußerst beeindruckende Festung mit hohen, robusten Mauern und von tiefem Wasser umgeben, sodass man sie so gut wie unmöglich zu Fuß angreifen konnte. Die Anhänger des Tribunals sammelten ihre Truppen hinter diesen Mauern und warteten geduldig auf die Ankunft ihres Gottes. Aber Vivek kam nicht. Auf den Rat eines törichten Spions hin hatte er andernorts Verteidigungsposition bezogen, im Schatten von Alt-Luval, zu weit weg, um einschreiten zu können, als die dunkle Stunde schließlich kam. Die Kaiserlichen wussten gut, welche Macht Glaube und Fanatismus haben konnte. Es wäre Narretei gewesen, die Armeen von Morrowind anzugreifen, solange sie ihren Gott im Rücken hatten. Anstatt sich auf eine lange Belagerung einzulassen, schmiedeten die Kaisertreuen einen wagemutigen Plan. Im Schutz der Nacht webten ihre Mystiker mächtige Zauber des Wasseratmens. Derart Magie gewappnet marschierten die schwer gepanzerten Legionen in den Coronatisee. Schließlich stiegen sie aus dem Wasser wie rachsüchtige Geister und sie donnerten durch die nun leicht bewachten Tore. Brannten die Feste nieder wie ein Bündel Trockenreisigs. Wie ihr seht, können Einfallsreichtum und Wagemut eine Belagerung so sicher gewinnen wie jede Ramme und jeder Tribok. Werdet verschlagen wie ein Fuchssoldat. Ihr werdet es nicht bereuen. Okay, die Geschichte hat jetzt irgendwie mich jetzt nicht so geholt. Hier ist ein Loch in der Wand. Hier wurde eine Stufe vergessen. Okay, das sieht wild aus. Was gibt's hier unten? Nein, klar, ja. Es ist auch nicht immer ganz gut, Akon. Es gibt dann auch durchaus die Fälle, wo man dann sagt, oh Gott. Man kann, ja, über TS war alles cool, aber dann mit echten Personen kommt man dann auch, wenn man doch nicht mehr so zurecht. Das ist auch kein Liebesroman, was ich hier gelesen habe. Und Lina, ja, hab einen wunderschönen Samstag. Ja, wobei nautische Legenden hätte auch passen können. Ja, aber was? Nicht unterbrechen! Aber das ist bei allen Stufen hier so. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann
kamen ein Schrei und ein Windstoß. Das Schicksal des Helden war besiegt. Oh je, die Minotauren schon wieder. Und jetzt erfahren wir die Wahrheit. Die Wahrheit der Minotauren. Ihr habt sicher schon das nichtige Gefasel des mittlerweile in Ungnade gefallenen Weisen Nunus Cabrenius gelesen. Er bereitet mir keine Freude, abfällig über seinen Namen. Es bereitet mir keine Freude, abfällig über seinen Namen zu sprechen. Cabrenius war einst ein herausragender Gelehrter gewesen, dessen Wissen auf dem Gebiet der zoologischen Wissenschaften seiner Zeitgenossen bei Weitem übertraf. Leider war er so besessen von den Bullenmenschen und ihren zweifelhaften Ursprüngen, dass es die Gemeinschaft bald nicht mehr ertragen konnte. Erlaubt mir, diese Angelegenheit zu klären und sie ein für allemal abzuschließen. Cabrenius legte nahe, dass eindeutig in den Klauen einer Manie, das Minotauren, die Nachkommen Alessias und ihres legendären Leibwächers Morihaus seien, der seinerseits ein Bullenmensch war. Abgesehen von ihrer dezent ketzerischen Natur entbehrt diese Behauptung jeglicher historischer Tatsache. Hä, ich dachte, sie hatten Bullen geboren. Warum? Hä? Das Schicksal von Alessias Sohn, benannt Belhazar, dem Menschenbullen, ist wohlbekannt und, wenn auch nicht sonderlich verständlich, niedergeschrieben von zahllosen Gelehrten dieser Zeit. Er hauchte sein Leben auf den beißenden Speerspitzen der Elfen aus. So viel ist sicher. Die Sklavenkönigin mit einem derben Volk stierköpfiger Wilder in Verbindung zu bringen, nur weil sie ein körperliches Merkmal teilen, ist so sinnlos wie Menschen mit Guan in Verbindung zu bringen, nur weil beide auf zwei Beinen gehen. Es ist Tatsache, dass Minotauren die bittere Frucht eines Zaubers und eines alchemistischen Prozesses sind, der fehlgeschlagen ist. Es gibt keine groß angelegte Verschwörung, kein mit Eifer gehütetes Geheimnis, lediglich einen unglücklichen, grauenhaften Unfall. Wahrlich, wer könnte einen dieser groben Stierkerle ansehen und das stolze Erbe Akathos in seinem Blut vermuten? Dies ist das irre Gerede eines gestörten Geistes und sollte als solches behandelt werden. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen. Wenn ihr einen Minotauren seht, dann fragt ihn nicht nach seiner edlen Herkunft. Wenn ihr die Begegnung überleben möchtet, dann tötet ihn oder flieht. Okay, würde auch ein bisschen Sinn machen. Minchen Müller, du hast viele... Ja, das ist manchmal auch sehr faszinierend, wer dann auf einmal ganz, schon fast um die Ecke wohnt. Bestien und Schrecken würden passen. Bestien und Schrecken. Und Paulani, herzlichen Glückwunsch. Ah, ihr hört einfach nicht auf, oder? Es reicht raus, okay. Aus meinem Kopf. Da sind die Minotauren. Ja, ihr seid langweilig. Wie der Rest. Du bist langweilig. Ich kann nicht. Ist es weg? Ja, weil bei meinem eh so bekannten Kreis hatte sich dann auch immer so nach und nach rausgestellt, dass dann irgendwie von Checkel die Frau kommt aus Aschaffenburg, hat mich dann irgendwie am Dialekt irgendwann mal angesprochen, hat gemeint, sag mal, du klingst, als würde ich dich kennen. Und dann war es halt durch das mein Aschaffenburger Einschlag. Dann eine Gildenkollegin hat sich dann rausgestellt, dass die im Nachbarort aufgewachsen ist und also Geschichten. Das ist schon manchmal ganz lustig, wie klein dann die Welt ist, obwohl es so groß ist. Kladir. Ich bin frei. Endlich. Wartet. Wo bin ich? Ihr seid im Magazin der Akademie. Ihr wart besessen, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich wieder. Diese Kreatur. Man nennt sie die Illuminierte. Sie nährt sich von Geschichten,
über Spannungen und dramatische Ereignisse. Je aufregender, desto besser. Ich fürchte, dieses ganze Gekämpfe und Herumgejage und die viele Angst haben sie nur noch stärker gemacht. Ich hätte nicht sagen sollen, dass es heute keine Drops gibt. Und Susi Gold, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Wie können wir sie aufhalten? Sie ist mächtig genug geworden, um sich als stoffliches Wesen zu manifestieren. Das macht sie noch gefährlicher. Aber es verschafft uns auch eine Gelegenheit, gegen sie zu kämpfen. Wenn ihr sie stellt und sie gefügig prügelt, wird sie keine andere Wahl haben, als in das Illuminus zurückzukehren. Wer soll wen prügeln? Ich kümmere mich darum. Ihr solltet von hier fliehen. Ich darf irgendjemanden prügeln. Juhu! Prügel, prügel, prügel. Illuminaten, ich töte dich. Stellt euch mir, ihr Vielschreiber. Eure Geschichte endet hier. Wie? Paulani, einmal bitte, zur Information. Das könnt ihr nicht tun, mein Meisterwerk. Fuck. Illuminus nehmen. Welch Drama, welch Kunstfertigkeit. Jeder traurige Gelehrte warf seine alte, langweilige Maske ab und nahm eine neue Rolle an. Tollkühne Abenteurer, geplagte Küchenjungen und legendäre Helden. Aber wie? Herein wanderte ein Störenfried, ein ränkeschmiedender Betrüger, der das Spiel der Gelehrten zu stören suchte. Dieser Eindringling ahnte nichts von dem schrecklichen Schicksal, das auf ihn erwartete. Ein ums andere Mal stürmte der tapfere Held die Bühne. Mit toten, sauren Worten beraubte dieser Eindringling die Akteure ihrer Kraft. Schließlich vergaßen diese törichten Bücherwürmer ihre Rollen und schlüpften zurück in die öde, vorhersehbare Routine, die man nur als Spott, kommt jetzt einfach der Boss wieder, es kann doch nicht sein, die man nur im Spott als echtes Leben bezeichnen kann. Am Ende wurde die wagemutige Verfasserin des Stücks der Einmischung des Helden überdrüssig. Sie blickte über ein dunkles und tosendes Meer. Über das Meer der brüteten Albträume, auf dem nur die mutigsten Künstler segelten. Und aus den schwärzesten Tiefen hervor beschwor sie Schrecken jenseits aller Vorstellungskraft. Schon bald sollte der Held verschlungen werden. Ich glaube, hier ist doch weh. Die Schrecken waren noch nicht genug. Der Held stürzte sich Hals über Kopf auf die Verfasserin und zertrampelte dabei ihre Schöpfung. Trotz ihrer Schönheit, Schleue und Vorstellungskraft konnte die Verfasserin des Stücks, die erleuchtete, den tollpatschigen Sieg des Heldens nicht verhindern. Mit einem entzündeten Schrei und einer Racheschwur zog sie sich in die Seiten ihres Buches zurück. Und dort wird sie auch bleiben und warten, während sie ihr nächstes majestätisches Manuskript plant. Oh, Bonhilde, du warst wirklich fleißig. Willkommen zurück. Willkommen, willkommen im Samstag, Hallihallo. Und Neronamius, einen wunderschönen guten Tag, Kalian. Und Miralin, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, kannst du. Kannst du, tu es. Wir können dann hoffentlich helfen. Alle meine Klassenkameraden und Lehrer kommen endlich wieder zur Besinnung. Was immer ihr getan habt, scheint zu klappen. Habt ihr diese Kreatur, diese Illuminierte, tatsächlich besiegt? Ja, ich habe sie zurück in das Illuminus getrieben. Dem Göttlichen sei Dank. Schild. Wisst ihr, Gladia hat endlich das Rätsel gelöst, weshalb ich verschont wurde. Die Illuminierte fand mich zu langweilig. Stell sich das mal einer vor. Ich schätze, gelegentlich zahlt es sich eben doch aus, ein wenig fad zu sein. Und so starke Verbündete zu haben wie euch. Passt auf euch auf, Keruval. Passt du auf dich auf, langweiliger Hochelf. Ja, es waren einige Ausrufe der Nein, es ist so teuer schon zu hören. Pitt Andreas, hab auch noch einen wunderschönen guten Tag. Also, wenn man in der Kaiserstadt eine Daily macht, bekommt man einmal am Tag die Meriten. Genau, in Cyrodiil soll es etwas Ähnliches geben. Richtig. Ich mache seit bald einer Woche die Erkundungs-Dailies und bekomme die Markt. Nee, es ist eine andere Daily, die du besuchen musst. Wie soll ich sagen, jetzt von blauer Seite aus gesehen, wenn du in Cyrodiil bist, hast du ja hier die Anschlagsbretter. Nee, doch da oben. Nee. Sind ja hier die Anschlagsbretter. Und da gibt es ganz rechts ein Anschlagsbrett, was dir eine Quest gibt, die entweder ist, töte 40 Spieler, erobere 9 Betriebe, erobere die 3 Außenposten, Pflasterus, Bruma etc. Und erobere 3 unterschiedliche Burgen. Und das ist die Daily, die für die Meriten in Cyrodiil zählt. Also nicht eine der ganz normalen, sondern es gibt eigentlich einen, die kannst du auch nur einmal am Tag annehmen. Genau. Da ist halt zum Beispiel, wenn du viel PvP spielst und es ist mehr los, wenn du irgendjemanden hast, der dir zum Beispiel jeden Tag einfach die 40 Spieler-Quest teilen kann oder so, geht das ganz gut. So. Aber ich gehe mal kurz hier auf einen Emote-Stein. Denn ich muss kurz in die Pause. Bin gleich wieder da. Pause. Thank you.
So, und Krogner, ein wunderschönen. Irgendwann kommt der Tag, dann mache ich beide Fenster gleich groß. Aber nur irgendwann. So. Wieder zurück. Ach, guck mal, man muss nur genau lang genug. Oh, jetzt ist. Was ist mit dir los? Tut mir leid, Selena. Tut mir leid. Wir müssen mit Kai reden, dass wir zum Vermächtnis der Bretonen dann dieses Jahr einen neuen Bodypillow kriegen. Wie wäre es denn mit Stibbons? Der ja in High Isle auch wieder da sein wird. Ihr wisst, dass Korallen nur komische Knochen von so einem Sacktierchen sind, oder? Dann ist das hier wohl so eine Art... Nee, Schakanweb, nee. Idiot. Ihr wollt nicht wissen, wie ihre Geister aussehen. Ich sage nur, alter Käse. Auf Jakan hätte ich auch keinen Bock. Nee, das passt. Stibbons oder nix. Warum habe ich denn eigentlich... Mein Strigurt. Ja, aber eigentlich bei sowas ist ja, ne, dass es genau umgekehrt ist, dass man nicht... Ich möchte gerne einen Schlammspringer Bodypillow, wenn ich ihn hier lang watschen sehe. Muss ja eigentlich irgendwas Böses sein. Oder irgendwas, was keiner, ne? So. So was Nerviges wie, wie. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Oder die Katze. Catwill. So auf die. So nicht hochkant gedruckt, sondern so seitlich gedruckt. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Das wäre ja, da könnten wir ja schon fast Intrig dann auch nehmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir aktuell ein neues Giveaway gerade laufen? Ich glaube, wir haben es schon aufgelöst. Das nächste geht dann, glaube ich, um 12 wieder an den Start.
Weil es keinen Jungen ab nur gibt. Was für eine Frage, Gartek. Okay, entweder bohrt jemand unter mir oder ein Hubschrauber ist sehr nah über mir. Okay. Einer sieht, sag mal, was erlaubst du dir denn? Nee, so geknattert hat's nicht. Boah, so eine Bohnensuppe wäre aber auch mal wieder was Schönes. Ich habe mir Pizza bestellt, weil ich in meinem Kopf falsche Wege hatte. Ich habe einen Salat und dann habe ich gedacht, du hast überhaupt kein Salatdressing, aber eigentlich habe ich. Ich habe ja Öl und Zitronen hier. Egal, gibt's morgen Salat im Stream. Uff, Grockner. Gott, was ist mit dir los? Nein, habe ich nicht. Darf ich hier nicht rein? Kommt das erst später? Ja. Das kommt erst später, okay. Gib Pizzi. Ha, damit konnte ich gestern Alina enttarnen, als sie unter Bethesda.de was geschrieben hat. Diese Bestie ist nichts, was wir schon kennen würden. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte heute einen Fladen, also so ein kleines Fladenbrötchen mit Chorizo und Käse zum Frühstück. Chorizo, Paprika, Peperoni-Salami. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie etwas Übereiltes vorhat. Vielleicht greift sie sogar die Wachen an. Ah, Nibara. Genau. Ah, noch ein Neuankömmling. Reizend. Was genau kann ich denn für euch tun? Ihr hattet ihr etwas darüber gesagt, dass man die Wachen angreifen könnte? Was für scharfe Ohren ihr doch habt. Ja. Ihr habt von da drüben gehört, was wir hier unter uns besprochen haben. Hm. Beeindruckend. Vielleicht könnte uns eure Neugier noch von Nutzen sein. Ein Neuankömmling, wie ihr einer seid, sorgt hier in Lelandril für Ärger. Wo liegt denn das Problem? Ein Mitglied der Magiergilde hat einen Sapyarchen ermordet, aber nun wehrt sich die Freundin des Mörders gegen das Urteil. Und zwar sehr laut. Könntet ihr versuchen, sie zur Besinnung zu bringen? Vielleicht hört sie eher auf einen anderen Gast. Ihr findet sie vor der Kriegergilde. Ich werde schauen, ob ich sie beruhigen kann. Aika Ramba hat Bart Simpson früher gesagt. Als er noch der Coole sein sollte und nicht Schuma.
Der sieht cool aus. Nein, das reicht so nicht. Die Farbe muss strahlen. Wie, die Farbe kann jetzt strahlen, wenn du so strahlst. Endlich, der Bote. Ich rechne schon seit Stunden mit euch. Ihr müsst mir meine Materialien auf der Stelle beschaffen. Und glaubt nicht, dass ich euch für die dringende Eile irgendwie vergüte, wo ihr es doch seid, der so spät dran ist. Ich bin nicht euer Botenjunge. Aber was ist das für eine Arbeit, über der die da redet? Ach, na ja. Ich kann mir wohl kaum das Gesicht von jedem merken, den ich anheuere. Die Arbeit einer Künstlerin findet nie ein Ende. Ich brauche Farben. Intensiv, selten, strahlend. Immerhin wird dieses Gemälde das Meisterstück meiner Karriere. Ich kann einfach nicht mit mittelmäßigen Schattierungen arbeiten. Was meint ihr damit, dass ihr Farben braucht? Reagenzien, Zutaten, selbstredend natürliche. Spielst du Overwatch? Ich verlange, dass ihr die Dinge sammelt, die nötig sind, um die lebendige Farbe herzustellen, nach der dieses Meisterwerk verlangt. Schneemann der Overwatch 2. Nehmt einfach diese Liste. Oh, und selbstverständlich diesen Tee. Ihr werdet ihn brauchen, um an den ersten Gegenstand zu kommen. Und nun sputet euch! Okay, das heißt, ich muss mich wieder irgendwie zudröhnen, um irgendwas zu finden. Bin ich dabei. Ich sammle die Materialien für euer Gemälde. Natürlich. Ihr müsst euch wirklich dringend sputen. Meine Inspiration könnte mich jeden Augenblick treffen. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, muss ich einfach die perfekten Farben haben. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich euch ein paar Fragen stelle? Oh, natürlich, ihr bewundert mich. Nun, ich bin nicht überrascht, dass meine Beliebtheit mir vorauseilt. Boah, bist du nervig. Ich bin mir sicher, dass man nicht jeden Tag eine Künstlerin von meinem Schlag trifft. Solange es euch nicht zu sehr aufhält, dürft ihr mir ruhig ein paar Fragen stellen. Warum sind diese Zutaten so besonders? Ich bin für meine Kunst bekannt, ja. Aber ich brauche etwas, was mich von den anderen abhebt. Ein Gemälde, das über Jahrhunderte hinweg ausgestellt und von allen verehrt wird, die es erblicken. Dafür brauche ich atemberaubende, prächtige Farben, lebendige, mächtige, anrührende. Könnt ihr mir mehr über die Zutaten erzählen? Hemelins Farbe ergibt das tollste Blaugrün, das ihr jemals sehen werdet. Der jokudanische Tee, den ich euch gegeben habe, sollte sich bestens für einen Tausch eignen. Brodrans tote Käfer erzeugen ein Grau mit silbernen Einsprengseln. Seine Bezahlung hat er bereits bekommen. Ihr müsst ihm nur meinen Namen sagen. Sonst noch etwas? Die Aurealis. Oh, was sorgt sie nicht für ein leuchtendes Orange. Schön genug, dass einem die Tränen kommen. Diese Blumen sind selten, aber ich kenne da zufällig eine Hügelkuppe, auf der sie noch wachsen. Ja, kannst du hingehen und so holen. Ich habe alle Orte für euch in der Notiz markiert. Könnt ihr mir mehr über euer Leben als Künstlerin erzählen, bevor ich aufbreche? So wie ich das bisher mitbekommen habe, sieht Sommers End seine Künstler sehr anders als der Rest von Tamriel. Das Dasein als Künstler stellt eine der wenigen Möglichkeiten dar, über den Rang der eigenen Familie hinaus aufzusteigen und Einlass in die Elite zu finden. Dieses Meisterwerk wird mein letzter Schritt auf diesem Weg sein. Werdet ihr dann eine Adlige oder so? Oh nein, nein. Ein berühmter Künstler zu sein, ist schon ein bedeutender Rang an sich. Und zwar ein hoch angesehener. Von dieser Generation an werden meine Nachkommen meinen Namen voller Ehrfurcht aussprechen. Was könnte man noch mehr verlangen? Wie wäre es mit Bescheidenheit, Nettigkeit, nicht Kacke sein? Wären alles Dinge, die cool wären.
Und Dragons and Humans, ein wunderschöner. Ja, diese Hochelfen, keine Ahnung. Die müsste man wirklich mal... Schwer bei der Arbeit, Tendoria. Wie läuft das Pinseln? Ja, besser als Verelel. Ihr seid also eurer blumigen Bleibe entstiegen. Wollt ihr wahren Künstlern bei der Arbeit zusehen? Ja. Ich könnte euch zwar antworten, aber wir wissen beide, dass mein Talent für sich spricht. Ein Talent zum Prahlen habt ihr? Wenn ihr auch nur so viel Kunstverständnis wie ein Grashüpfer hättet, würdet ihr vielleicht etwas Anständiges hinkriegen. Könnte mal eine Bombplate hierher kommen? Eure Zunge ist so scharf wie euer Verstand. Wenn ich erstmal königlicher Hofkünstler bin, schicke ich euch sicher eine Einladung zum Essen. Was für ein nettes Angebot. Doch das wird sicher nicht nötig sein. Wir wissen ja beide, dass ich diesen Posten bekommen werde. Ihr habt euch also freiwillig dazu gemeldet, Tendorias mühevolle Liste mit künstlerischen Materialien abzuarbeiten? Wie aufregend. Versucht aber bloß, euch nicht von irgendetwas Unangenehmem fressen zu lassen. Wer seid ihr? Wer ich bin? Ja. Ich bin aufrichtig schockiert, dass ihr noch nicht von mir gehört habt. Meine brillanten Werke sind überall auf Sommers End heiß begehrt. Mein Name rollt wie Donnerhall über das Land und Adlige wie Gemeine nutzen ihn gleichermaßen. Ein Künstler? Nein, ich bin der Künstler. Selbstsicher seid ihr jedenfalls. Ich darf euch sagen, dass meine Selbstsicherheit wohlverdient ist. Ganz anders als bei der armen Tendoria. Sie gibt ihr Bestes, doch wer ein Auge für solche Dinge hat, kennt die Wahrheit. Ihr fehlt das gewisse Etwas. Ihr scheint sie auf alle Fälle zu hassen. Hassen? Das ist ein bisschen übertrieben. Nun, wir sind uns einfach in freundlicher Rivalität verbunden. Das war schon immer so. Schon seit wir beide Hänamils Schüler waren. Ganz ehrlich, ich schätze unsere gemeinsame Zeit. Ich bin einfach nur der bessere Künstler. Wild. Tendorias Liste notwendiger Vorräte. Ja, wahrscheinlich begrüßen wir alle einfach so ein Billigstrich-Männchen. Das hat jetzt, wird jetzt so eine seltene Farbe. Nur mit Himmelins seltener Farbe bekommt man das schönste Seegrün von ganz Sommersend hin. Aber so einfach rückt er sie nicht damit heraus. Ihr findet die verbitterte Einsiedlerin in ihrer Hütte am markierten Ort. Gibt ihr zum Tausch dafür den jokodanischen Blautee. Schabenpanzer. Die Panzer von Brodans Schaben ergeben ein silbriges Grau, wenn man sie malt. Dieser Farbton ist ein Traum für felsige Landschaften. Ihr findet Brodran auf seinem Hof am markierten Ort. Er wurde bereits bezahlt und sollte euch die Zutaten aushändigen, wenn ihr ihn meinen Namen nennt. Aurealis, die Blume, findet ihr in einem malerischen Garten am Meer. Den Ort habe ich euch markiert. Aus ihr gewinnt man einen überaus intensiven Orangeton, der wie geschaffen ist für das Glühen der Sonne. Sie sollte am einfachsten zu beschaffen sein. Schließlich müsst ihr sie nur pflücken. Das heißt, sie ist am schwersten zu beschaffen. Da hast du nicht Unrecht, Miralin. Das ist ja, wenn alles so glatt gebügelt wäre und wenn man sich auch nicht immer so, oh, was will der jetzt schon wieder, über die Leute aufregen würde, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Ich sehe dieses Funkeln in euren... Nee, ich will nicht bei einem Gildenhändler kaufen. Ich will bei dir was. Nee. Diese merkwürdigen... Nee, du hast auch keinen... Langweilig. Was? Ja, was dich selber. Justiziar Roulumdel. Manchmal wünsche ich mir, die Verbrecher und Gesetzlosen würden mal einen Feiertag einlegen. Dann kämen wir Offiziere von der göttlichen Strafbehörde mal mit unserem Papierkram nach. Braucht ihr etwas, Neuankömmling?
Ich brauche ein Echtheitszertifikat für Botschafter Rigurd aus Himmelsrand. Ein Echtheitszertifikat für einen Nordbotschafter? Das ist eine höchst ungewöhnliche Bitte, wenn man bedenkt, dass sie von einem Außenstehenden kommt. Die göttliche Strafbehörde braucht Wochen und manchmal sogar Monate, um diplomatische Legitimationen ordentlich zu prüfen. Hofdame Windelwehn schickt uns. Sie meinte, ihr könntet einen Gefallen brauchen. Windelwehn? Sie liebt es, mit Gefallen Handel zu treiben. Nun gut. Aus dem Alinor-Palast wurden ein Kelch und eine Schüssel gestohlen. Lieblingsgegenstände der Königin, wie man mir sagte. Holt diese Gegenstände zurück und ich lasse mich womöglich dazu überreden, Rigurd ein Echtheitszertifikat auszustellen. Irgendeine Ahnung, wer den Kelch und die Schale gestohlen hat? Ahnungen? Mehr als genug. Stimmt. Beweise? Nichts, was vor Gericht Bestand hätte. Noch nicht jedenfalls. Aber die Wiederbeschaffung der Gegenstände beschäftigt mich mehr. Diebesgut findet in der Regel seinen Weg zu den Piraten in Korallwasten. An eurer Stelle würde ich meine Suche dort beginnen. Ja. Bleibt stark, Emil. Ich hole euch da raus. Sichert den Gefangenen in der Kriegergilde. Geht. Was hast du denn für Zöpfe? Ihr seid ein Mitglied der Magiergilde, oder nicht? Bitte, ihr müsst mir helfen. Dieser Pjarchen beschuldigen einen der unseren, meinen besten Freund, eines Mordes, den er nicht begangen hat. Die wollen nicht einmal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er unschuldig ist. Wen soll euer Freund den Sapiarchen zufolge ermordet haben? Einen anderen Sapiarchen namens Haladan. Emil erreichte die Tore von Lilandril mit Haladans Leiche in den Arm und gestand das Verbrechen. Aber er schien unter Schock zu stehen, er war verwirrt. Ich kenne Emil besser als jeder andere. Er ist zu so etwas nicht in der Lage. Ich schwöre es. Ja, aber wenn er es doch selber gesagt hat. Wenn Emil gestanden hat, warum meint ihr, dass er unschuldig ist? Um Maras Willen, er ist doch Pazifist! Die Ermittlungen der Sapiarchen waren ein Witz. Sie nahmen Emil einfach beim Wort und verurteilten ihn. Natürlich hat die örtliche Gildenmagistra sie wie immer einfach machen lassen. Feige Kröte. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Gab es die Frisur schon mal? In Ordnung. Ich werde euch bei den Ermittlungen helfen. Wo fangen wir an? Die Sapiarchen meinen, dass Emil den Mord an Haladan gestanden hat. Aber er würde niemals jemanden ermorden. Er hat Haladan geliebt. Ich weiß nicht, ob er verwirrt oder orientierungslos ist, aber ich weiß, dass er so etwas nicht tun würde. Bitte, sprecht mit Emil. Überzeugt ihn, sein Geständnis zurückzuziehen. Was könnt ihr mir über Haladan, den ermordeten Sapiarchen, sagen? Er und Emil standen sich sehr nahe. Wenn ihr mich vor dieser Sache gefragt hättet, hätte ich gewettet, dass einer von den beiden schon nach einem Ring von Mara Ausschau hält. Sie hatten gemeinsame Interessen. Aber vor allem hatten sie gemeinsame Werte. Ihr Götter, was für eine Tragödie. Was waren diese gemeinsamen Interessen? Wiederherstellungsmagie, Schutzzauber gegen Krankheiten und Flüche, solche Sachen. Sie erforschten Wege, um Lykanthropie, Vampirismus und ähnliche Krankheiten einzudämmen. Versteht ihr? Der Emil, den ich kannte, hatte sein Leben dem Heilen verschrieben und nicht dem Morden. Ihr meint also nicht, dass es ein Streit unter Liebenden gewesen sein kann? Auf keinen Fall. Emil ist sanft wie ein Lamm und Haladan hatte nicht den Hauch von Hinterlist. Die Spannung zwischen der Gilde und den Sapiarchen lag beiden auf der Seele, aber nicht so sehr, dass es sie auseinandergetrieben hätte. Wie ich schon sagte, Emil ist unschuldig. Wer sind die Sapiarchen? Ein Orden von hochelfischen Gelehrten und Magiern. Man findet sie unter den Reichen und Mächtigen von Sommers End, als Beobachter und Berater. Natürlich ist es ein schmaler Grat zwischen dem Beraten und dem Herrschen als graue Eminenz. Sie halten nicht viel von uns Gildenmagiern. Sie erachten uns als unbesonnen. Seid ihr das? Unbesonnen, meine ich? Für die Sapiarchen ist es schon unbesonnen, wenn man in eine Pfütze tritt. Das Bettzeug nicht zusammenzulegen, ist unbesonnen. Bei ihren Standards ist meine fast 90 Jahre alte Urgroßmutter ein wildes Fohlen im Frühling. Nein,
Die Gilde schätzt neue Ideen und neue Herangehensweisen, aber sie ist sicher nicht unbesonnen. In welcher Beziehung steht ihr zu Emile? Emil und ich sind beide Mitglieder des Kapitels der Magiergilde hier in Lilandril. Noch dazu Schüler von Calavende, der leitenden Diplomatin der Gilde. Was unsere Beziehung angeht, Emil ist mein bester Freund. Das ist er schon, seit wir Windeln trugen. Wenn ihr ihn nicht überzeugen könnt, sein Geständnis zurückzuziehen, warum meint ihr dann, dass ich das kann? Ich weiß nicht, ob er irgendwem zuhört, aber ich habe keine Wahl. Die Sapiarchen und die Magiergilde betrachten die Sache als abgeschlossen und sie haben mir verboten, noch weiter mit Emil zu sprechen. Niemand hat euch verboten, mit ihm zu sprechen. Ihr kommt noch an ihn heran. Okay. Wenn ihr unbedingt darauf besteht, euch an einer wahren Scharade von einer Untersuchung zu beteiligen, will ich euch nicht aufhalten. Doch lasst Vorsicht walten. Ja, die passt. Diese Sapiarchen also, zeigen nur wenig Duldsamkeit gegenüber Detektiven aus Leidenschaft. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Bei der Hand Auriels. Was hat Königin Eiren nur getan? Ich bin Soratoril, der Meister-Sapiarch der Psychokartografie, also für das Kartieren aorbischer Gedankenformen und Traumphänomene. Mir wurde zudem die Rolle des Kulturattachés aufgebürdet. Dann habt ihr also auch mit der Magiergilde zu tun? Ich habe es mit allen möglichen merkwürdigen Individuen ohne jede Kultur zu tun. Aber ja, ich pflege die Beziehungen zwischen meinem Orden und den Neuankömmlingen von der Magiergilde. Eine anstrengende Beschäftigung. Ja, bitte seht zu, dass... Ups, hab ich noch nicht mal fertig sprechen lassen. Bad Orb ist zu weit im Norden. Ich sag jetzt mal Dunstkreis, Aschaffenburg, Hanau, Kreis Offenbach. Da so. Die Burg. Ja, krass bewacht ist er hier so, ne? Gibst dir richtig Mühe. Nur Linare. Ich habe weder euch noch sonst irgendwem etwas zu sagen. Bitte geht. Auch ein gut aussehender. Was haben wir denn hier für Magiergilden-Adepten hier? Sie richtig hübsch. Er auch hier aus dem Ei gepellt. Könnte fast der neue Dorian sein. Sein stahlgrünen Augen. Ja, die Welt ist wirklich ein Dorf. Emile, ich bin hier, um über den Mord an Haladan zu sprechen. Habt ihr ihn wirklich ermordet? Ja. Vivienne glaubt, dass ihr unschuldig seid. Sie sagt, dass ihr niemals jemanden töten würdet. Sie irrt sich. Okay, gesprächig bist du nicht. Ich habe mich entschieden, Haladans Mord nachzugehen. Ihr müsst mir sagen, was geschehen ist. Was? Nein, nein, nein. Die haben bereits eine Ermittlung durchgeführt. Ich habe Haladan ermordet. Ich war es. Warum mischt ihr euch in Sachen ein, die euch nichts angehen? Ich habe einen Sapiarchen ermordet. Ich übernehme die Verantwortung und die Strafe dafür. Verschwindet. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ihr da. Warum verhört ihr Emil? Ich bin Calavende, leitende Diplomatin der Magiergilde. Ich entschuldige mich für meinen Ton, das war eine sehr anstrengende Zeit. Die Sapiarchen erachten diese Sache als abgeschlossen, wisst ihr? Was genau macht ihr? Wer schickt euch? Unsere Interessen könnten zusammenfallen. Vivienne hat mich gebeten, mit Emile zu sprechen. Sie glaubt, dass er Haladan nicht ermordet hat. Vivienne, hör zu. Ich habe auch etwas Merkwürdiges aufgedeckt. Die Sapiarchen haben mir ein direktes Eingreifen sehr schwer gemacht. Vielleicht könnt ihr helfen. Emil hat vor dem Mord einen zwielichtigen Händler namens Galidor getroffen. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Welche Art von Geschäfte hat Emil mit Galidor gemacht? Ich bin hier, um genau das herauszufinden. Doch anscheinend will Emil nicht reden.
Galidor ist unter den Schmugglern und Dieben Lelandriels bestens vernetzt. Wenn ihr in Erfahrung bringt, was Emil von Galidor gekauft hat, gewinnen wir vielleicht ein paar Einblicke in den Mord an Haladan. In Ordnung. Ich kann mir diese Angelegenheit mit Galidor anschauen. Galidor, wo sollte ich anfangen? Galidor verwahrt sein Hauptbuch in einer der größeren Suiten seines Gasthauses. Leider hat er das Buch mit einem Zauber belegt, der es unmöglich macht, es ohne den richtigen Schlüsselsatz zu lesen. Wenn ihr herausfindet, wie der Schlüsselsatz lautet, solltet ihr erfahren können, was Emil gekauft hat. In Ordnung. Ich bringe den Schlüsselsatz in Erfahrung und untersuche das Hauptbuch. Meine Kontakte haben mir verraten, dass Galidor auf Geschäftsreise ist. Wer weiß schon, welcher Art diese Geschäftsreise sein soll. Niemand wird euch angehen, wenn ihr eure Untersuchung durchführt. Seid aber vorsichtig. Nachdem die Sapiarchen es verboten haben, darf nicht herauskommen, dass die Magiergilde in dieser Sache ermittelt. Gibt es jemanden, der etwas Licht in den Mord bringen könnte? Ja, die Wache, die Emil gefunden hat. Milerond. Die Sapiarchen haben ihn zum Riazen erklärt. Zu einem Schlüsselzeugen. Jedem, der eine enge Beziehung zu Emil hat, ist es untersagt, mit ihm zu sprechen. Doch für euch gilt das nicht. Ich finde heraus, wo sie Milerond versteckt haben. Ihr geht Galidor nach. Warum seid ihr der Sache nicht selbst nachgegangen? Ganz ehrlich? Das würde ich liebend gerne. Doch als Diplomatin habe ich diesen Luxus nicht. Die Sapiarchen betrachten die Sache als erledigt. Und offiziell hat unsere Magiergilde ihre Entscheidung akzeptiert. Ich habe die Pflicht, unsere Beziehung zu den Sapiarchen nicht zu gefährden. Also hat der Mord an Haladan für Spannungen zwischen der Magiergilde und den Sapiarchen gesorgt. Ja, zu was denn sonst? Er hat Spannungen verschärft, die vorher bereits bestanden. Die Sapiarchen sehen diesen Mord als Beleg für unsere Nachlässigkeit. Mitglieder der Gilde innervieren sich darüber. So beginnt eine Abwärtsspirale, in der wir nun gefangen sind. Was könnt ihr mir über Vivienne erzählen? Sie ist hartnäckig. Sie meldet sich oft freiwillig, um anderen zu helfen. Ihr werdet keine überzeugtere Vertreterin der Ziele und Aufgaben der Magiergilde finden. Ehrlich gesagt hatte ich, abgesehen von Emil, noch nie eine derart großartige Schülerin. Ist Emil in manchen Belangen talentierter? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass den Leuten Talent als Ausrede für Faulheit und mangelnden Antrieb dient. Emil und Vivien verfügen beide über eine große natürliche Begabung. Aber Emils Konzentration auf Wiederherstellungsmagie hat reinere Motive. Er arbeitet schlichtweg auch härter als jeder andere, den ich kenne. Interessant, interessant. Und Black Rose, einen wunderschönen guten Tag. Inoshi, Bibi, willkommen zurück. Willkommen zurück, willkommen zurück. In der Besäbel habe ich in meinem Leben auch schon sie getrunken. Aber genug. Zum gescheiten Gesöff. Da wird auch der schlappe Seppel hinpassen. Was machst du? Mach mal lieber den Knick hier weg. Zum gescheiten Gesöff. Kann es sein, dass das Bild, was hier hängt, das Bild ist, was die unten am Wasser malt? Ist sie einfach eine Diebin, eine Kopiererin. Ich würde fast sagen, das könnte hinkommen. Behalte ich im Auge, behalte ich im Hinterkopf, wenn ich wieder da runter gehe. Muss ich nicht, oh Gott, was geht los? Stell dir mal vor, du bist hier in der Bar am Nasche. Sonst fällst du ja immer wieder die Treppe runter. Hallo. Nee, ich will das Liebesgedicht lesen. Galidors Liebesgedicht. Warte mal, Galidor, warum ist es ein Liebesgedicht? O liebste Lariel, du weißt, ich will.
drei Leben mit dir verbringen. Aber leer meine Taschen, ich hab nichts zu naschen. Kein Geld und Löcher in den Schuh. Ja, ohne Schokolade keine Freundin. Aber ich schwöre dir, wir gehen weg von hier. Eines Tages in die Wälder tief und grün. Wir werden zwischen Wurzeln ruhen und uns an Gratbeeren gütlich tun. Wo ein König seine, wie ein König und seine Königin. Gastwirt, trotz meiner zahlreichen Beschwerden versammelt sich weiterhin Lumpenpack vor meiner Tür. Ich erkenne Kriminelle, wenn ich sie sehe. Einen dieser Rohlinge, einen rotznäsigen Jugendlichen mit zerzaustem Rotschopf, steht förmlich ins Gesicht geschrieben, dass er Unfug im Schilde führt. Kümmert euch darum, sonst nehme ich die Sache selbst in die Hand, Galidor. Galidors Einkaufsliste. Gegenstand 1, Lammhaxe, frisch. Gegenstand 2, Zimt. Warum ist 2 groß geschrieben? Gegenstand 3, 6 Schalotten. Gegenstand 4, frische Petersilie, für die Optik. Gegenstand 5, ein Käserand. Das klingt aber lecker, was er da macht. Aber warum ist 2 groß geschrieben? Galidors Hauptbuch liegt auf dem Nachttisch. Gesichert mit einem mächtigen Schutzzauber. Das Hauptbuch öffnen. Der Inhalt des Hauptbuchs verschwimmt in tarnenden Zauber. Wenn der richtige Satz gesagt wird, könnte das Hauptbuch lesbar sein. Was? Für Unfug Geld. Nein. Geld für Unfug. Unfug für Geld. Einkäufe auf dem Schwarzmarkt. Azdru. Deswegen war die 2 vielleicht groß geschrieben. Azdru. 2 Flaschen unvereinbarter Mondzucker. Bezahlt. Glasiertes Goma-Ohr, bezahlt. Tremora-Zehn, bezahlt. Ein Fässchen Schafsblut, bezahlt. Azdru, Kajesil, Emily Onzand, ein Fläschchen Schafsblut, bezahlt. Emily, alchemistische Spritzen, 5 Stück, bezahlt. Thunderkar, Welkinstein, gestohlen. Bezahlung steht aus. Stehst du oder sitzt du? Oh Gott, bist du klein? Wie bist du eine süße kleine Bardame? Tenigwe ist die freundlichste Hohe. Du bist ja auch eine Waldelfe. Bist ja auch eine kleine Waldelfe. Konnt kaum über die Theke gucken. Hier drüben. Psst, mich nicht an, ich stehe genau vor dir. Ich gehe davon aus, ihr hattet Erfolg. Meine eigenen Erkundigungen waren sehr fruchtbar. Ich habe erfahren, in welche Richtung die nächsten Schritte dieser Untersuchung gehen müssen. Aber wartet, ich verhaspele mich. Habt ihr es geschafft, Galidors Schutzzauber aufzuheben? Was habt ihr gefunden? Ja, Emil hat ein Fässchen Schafsblut und verschiedene alchemistische Spritzen bei Galidor gekauft. Ganz ehrlich? Was sollte Emil mit Schafsblut wollen? Und Spritzen? Jawohl. Ich würde von Blutmagie oder einer alchemistischen Sucht ausgehen, wenn ich Emil nicht kennen würde. Er hat nichts Verbotenes gekauft. Wahrscheinlich hat er nur bei Galidor gekauft, um das geheim zu halten. Und was nun? Ich werde herauszufinden versuchen, was Emil mit diesen Dingen wollte. Mittlerweile habe ich die Wache gefunden, die Emil festgenommen hat. Milerond. Es ist mir untersagt, mit ihm zu sprechen. Aber für euch gilt das nicht. Die Sapiarchen haben Milerond an den Hafen von Lilandriel versetzt. Findet heraus, was er weiß. Okay. Da ist der Hafen, da ist noch Hauptgeschichte.
das ist der andere Typ. Benehmt euch. Ganz unfreundlich. Ich möchte jetzt gerne erstmal das Gemälde überprüfen. Ich hab dich enttarnt. Du bist gar nicht Bob Ross. Willkommen in Lillandrehe. Gerade erst aus dem Boot gestiegen. Hier kommen und gehen eine Menge Seeleute. Vergesst bloß nicht, euer Schiffsmanifest beim Hafenmeister abzugeben. Oh, es sei denn, ihr braucht noch etwas anderes. Die Rüstung kommt mir unbekannt vor. Gibt es so eine Rüstung? Gerade mit diesem offenen Kragen? Ich untersuche den Mord an Halladan. Könnt ihr mir erzählen, was geschehen ist, als Emile in der Stadt zurückkam? Das ist eine traurige Sache. Ich war auf meinem Posten, als ich Emile sah, der eine Leiche über die Schulter geworfen hatte. Kaum, dass er das Tor erreichte, ließ er Haladans Leichnam zu Boden sinken und brach zusammen. Er kniete da einfach und schluchzte immer wieder: Ich habe ihn getötet. Wie kam er euch denn vor? Als ob er ganz bei sich wäre, zeigte er Reue? Er wirkte nicht verrückt, wenn es das ist, wonach ihr fragt. Er war allerdings auch nicht ganz klar im Kopf. Ich bin schon mehr als einem Mörder begegnet. Ihr dürft mir also ruhig vertrauen, wenn ich euch sage, dass Emil kein Mörder ist. Es mag sein, dass er Halladan getötet hat, aber es geschah nicht mit Absicht. Irgendeine Ahnung, wo Emil und Halladan vor dem Mord waren? Hört zu. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr das für euch behalten werdet. Dann... Die Salzbriesenhöhle ist gleich südlich von hier. Offenkundig ein häufig eigentlich benutzter Eingang. Überall liegen Utensilien für Zaubermeister verstreut. Ich wollte es den Sapiarchen erzählen, aber eure Antworten sind in dieser Höhle. Garantiert. Ihr habt Halladans Leiche gesehen. Was glaubt ihr, was ihm zugestoßen ist? Das ist die andere Sache. Halladan sah aus, als hätte man ihn von einer Klippe geworfen. Gebrochene Beine, Blut aus den Ohren, eingedrückter Brustkorb. Erklärt ihr mir mal, wie ein dürrer Bretone das irgendwem antun können sollte. Das ergibt doch nicht den geringsten Sinn. Er ist ein mächtiger Magier, vielleicht eine Art Zauber. Solange er keinen Steinknüppel von der Größe eines Ochsenjochs herbeischwören kann, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich würde euch ja raten, euch die Leiche einmal selbst anzuschauen, aber die Sapiarchen haben sie schon verbrannt. Wie günstig. Woher wisst ihr von dieser Küstenhöhle? Diese Sache mit Emil war einfach sehr merkwürdig. Nachdem die Sapiarchen ihn für schuldig erklärt hatten, musste ich die Wahrheit dahinter herausfinden. Ich ging mit meinem Spürhund Attilas hinunter zum Tor und ließ ihn Haladans Blutspur folgen. Sie führte geradewegs zum Eingang dieser Höhle. Ihr seid nicht hineingegangen? Nein, die Salzbriesenhöhle hat einen üblen Ruf. War mal bei der hiesigen Jugend ein sehr beliebter Ort, um zu trinken, zu singen, Unzucht zu treiben und derlei mehr. Dann verloren wir ein paar Turteltäubchen bei einem Salamanderangriff. Seitdem ist die Höhle verlassen. Zumindest dachten wir das. Ihr meintet, die Sapiarchen hätten es abgelehnt, eine Untersuchung durchzuführen? Natürlich taten sie das. Sie hatten Emil doch schon zum Schuldigen in diesem Mordfall erklärt. Wegen so einer Sache können sie unmöglich ihr Gesicht verlieren. Ihr habt ein Geständnis, Melerund. Kümmert euch nicht weiter drum. Sie wollen diese ganze Angelegenheit schnellstmöglich hinter sich bringen. Und Tore, herzlichen Glückwunsch. Krass,
Was man alles so verpasst, wenn man alles wegskippt. Hier sind richtig coole Charaktere dabei. Ich habe jeden Winkel von Lilandril in Augenschein genommen und keine Spuren des Hofs des Aufruhrs gefunden. Aber ich schaffe es nicht, die Portalmeisterin dazu zu bringen, mich auf die Anlage des Kollegs zu lassen. Habt ihr eine Erlaubnis von der stellvertretenden Königin mitgebracht? Die stellvertretende Königin hat versprochen, dass sie Bescheid geben würde, um uns Zugang zum Kolleg der Sabiaschen zu gestatten. Gut, gut. Ich wollte diesen unbedeutenden Bücherstaubwedel gerade in etwas Kleines, Nasses und Schleimiges verwandeln. Es hätte alles nur noch schlimmer gemacht, aber womöglich hätte es auch geholfen, meine finstere Laune zu verbessern. Verzeiht, ich wollte euch nicht mit meinen Sorgen belästigen. Kann ich euch behilflich sein? Nein, die Mission ist wichtiger als persönliche Angelegenheiten. Eine Pizza des Aufrufs. Ich bin mir sicher, Layton wird schon auftauchen. Irgendwann. In der Zwischenzeit solltet ihr mit der Portalmeisterin sprechen und nachhorchen, ob sie bereit ist, uns Zugang zum Kolleg zu gestatten. Erzählt mir etwas mehr über Layton. Layton und ich sind uns begegnet, als wir beide Initianten des Psychic-Ordens waren. Wir verliebten uns und heirateten. Wir bekamen eine Tochter. Wir hatten alles, was wir jemals wollten. Und dann wurde alles anders. Nach dem Verlust unserer Tochter wurde Layton distanzierter. Er unterdrückte seine Gefühle mehr. Ihr habt eure Tochter verloren? Das ist Ewigkeiten her. Nach einer langen Krankheit. Wir lebten auf einer Insel voll mit den fähigsten Weisen unserer Zeit. Und doch konnte niemand etwas dagegen tun. Wir haben es versucht. Ich habe es versucht. Aber am Ende gewann die Krankheit. Layton war nie wieder derselbe. Dann ist Layton also aus Atarium weggegangen? Nein, so war das nicht. Als der Ritenmeister zum ersten Mal von der möglichen dädrischen Bedrohung erfuhr, meldete sich Layton freiwillig, dieser Sache nachzugehen. Wir dachten beide, es wäre gut für Layton, einmal rauszukommen, etwas zu haben, womit er seine Zeit füllen konnte. Dann verschwand er. Verschwand? Laytons Berichte wurden seltener. Dann schickte er gar keine mehr. Ich würde wissen, wenn er tot wäre, aber er könnte ein Gefangener sein oder verletzt. Meine Hauptsorge gilt augenblicklich der Bedrohung, die die dädrischen Fürsten darstellen. Layton wird warten müssen. Das ist ein schönes Portal. Das wäre auch was als Housing-Gegenstand, so ein Portal. Das sieht auch schön aus. Nicht jetzt, bitte. Ich muss mich wirklich auf den Vortrag heute Abend vorbereiten. Außerdem darf man das Kolleg der Sabiaschen nur mit besonderer Erlaubnis betreten. Wir können ja nicht einfach jeden in der Anlage herumspazieren lassen. Ich muss in das Kolleg der Sabiaschen. Die stellvertretende Königin meinte, sie würde euch Bescheid geben. Dann seid ihr also diese Berühmtheit, von der die stellvertretende Königin will, dass ich sie mit Samthandschuhen anfasse. Und ich schätze, die arrogante Psychikerin ist eure Begleitung? Oh, na schön. Bringen wir es hinter uns. Auch geil. Einfach nur so, ja, da kommt irgendjemand, der will da rein, lass den mal durch. Ja, okay. Ich ermittle im Mordfall an Sapir Shaladan.
Was gibt es da zu untersuchen? Wo habt ihr es eben gesehen? Diese schreckliche Person von der Magiergilde hat ein Geständnis abgelegt. Oh, ich schätze, Sora Turil will alle Einzelheiten aufgezeichnet sehen. Er ist schließlich der Sapiarch der Prozessdynamik. Wie kommen wir zur Anlage der Sapiarchen? Die Anlage wurde absichtlich abgeschottet, damit sie als Zuflucht und Lehrstätte dienen kann. Nachforschungen und Gelehrtentum verlangen nun einmal nach Einsamkeit und Ruhe. Wir setzen Magie ein, um an- und abzureisen. Ich bereite das Portalpodium vor, sobald ihr zum Übersetzen bereit seid. Ich bin bereit, zum Kolleg zu gehen. Ich bin bereit, das... Folgt mir und steigt auf das Podium. Spitzhacknisch kommt. Jo. Das Spiel hätte mich jetzt einfach da abstürzen lassen. Ja, es war eine Autotür, glaube ich. Bei den sieben heiligen Schriften. Wer fällt in diesen Hort des Wissens ein? Ich habe das im Griff. Sprecht ihr mit den Sapiarchen. Das ist unerhört. Ein Angriff in unserer eigenen Zuflucht. Das ist schrecklich. Bitte entschuldigt meinen derzeitigen Zustand, doch ich kann vor lauter Verstörung keinen klaren Gedanken fassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Daedra unsere Anlage angreifen. Das ist doch Wahnsinn. Verzeiht mir meinen Bruch mit dem Protokoll. Ich bin Elimir, Sapiarch der Daedrischen Täuschungen. Sagt mir, was hier geschehen ist. Was hier geschehen ist? Oh, es ist noch nicht vorbei. Es gab keine Warnung. Daedra strömten in die Anlage. So viele große Geister ausgelöscht. Wir waren in der Lage, den Hof zu säubern, aber im Inneren sind noch mehr. Jetzt klingt's gleich. Ich fürchte um die Sicherheit unserer Obersapiarchen und unserer anderen Weisen. Ich bin gekommen, um euch wegen des Kristallturms zu warnen. Der Kristallturm? Ihr müsst mit Lanathil sprechen, der Sapiarchin der Arkanologie und Leiterin unseres Kollegs. Sie ist da drin mit diesen Monstern gefangen. Ich schlage vor, ihr geht durch das Labyrinth unter der Anlage hinein. Seid aber auf der Hut vor den Daedra. Ich werde ins Labyrinth gehen und nach Sapriarchin Lanathil suchen. Laut den Karten, die ich studiert habe, ist das Labyrinth da lang. Ich gehe zurück nach Lilandril und warne die Wachen. Gute Idee. Vielleicht sollte ich euch begleiten. Eigentlich auch nicht schlecht, die Bude hier, ne? Könnten wir auch mal hier so als Haus. Auch wenn jetzt gerade die Sitchik-Villa im Angebot ist, wollte ich schon sagen, sondern einfach im Kronenshop ist. An dieser Sache ist mehr dran als ein einfaches Vordringen von Daedra. Ich hatte bei unserer Ankunft eine merkwürdige Empfindung, ein Gefühl der Dringlichkeit. Wir müssen uns beeilen und die gefangenen Sapiarchen finden. Habt ihr solche Eindrücke öfters? Manchmal. Hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, als Teil des Psychic-Ordens auf einer Insel ohne festen Ort zu leben. Wir wussten, dass die drei daedrischen Fürsten eine Bedrohung darstellen. Aber das hier ist unser erster eindeutiger Beweis für ihre feindlichen Absichten. Glaubt ihr, dass die Sapiarchen noch leben? Selbst Gelehrte kennen Wege, sich selbst zu verteidigen. Was mich auf etwas bringt. Ich kann zwar gut auf mich selbst aufpassen, aber mitten in einer tobenden Schlacht bin ich keine große Hilfe. Ich halte mich hinter euch und versuche euch nicht in die Quere zu kommen. Und jetzt sputet euch und rettet die Sapiarchen. Komm schon, Mini-Ogrim, ich will dir nichts tun.
sicher, Flo. Bist du schon tot? Der Bo. Der Faller hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Flo. Den Sternen. Dieser Ort ist gewaltig. Es läuft mir eigentlich alles für Zeug. Monster, Monster, Monster. Geh mit hier. Sitchik-Portal. Wo ich jetzt noch 10-mal kämpfen muss. Und SDTLC, einen wunderschönen guten Tag. Komm, jetzt bitte klingel. Ich höre schon wieder Türen von Auto. Eines Tages würde ich diese Anlage gern erkunden. Wenn weniger Daedra da sind, natürlich. Yeah, bitte. So. Bitzi, bitzi, bitzi. Oh, die riecht auch gut. Vorwärts!
Gott, wie viele NPCs müssen hier? Sieht die gut aus. Die sieht gut aus. Wir sollten hierdurch auf die oberen Ebenen kommen. Dankeschön. Der Falle hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Flo. Ihr habt auch ein bisschen Bums. Ein bisschen scharf. Das ist gut. Das macht mir Laune. Und Katbar, wunderschön. Guten Tag, guten Tag. Doch dadurch. Oh. Second Dedra. Aber du bist doch eine Bibi-Tret. Ich spüre hier lang. Hier lang. Das spürst du, Alter. Ich höre Stimmen vor uns. Heute muss niemand mehr sterben, Sapiarchin. Gib mir nur die Schlüssel. Ich darf die entschlossenen Diamanten nicht weggeben. Schon gar nicht an einen Kultisten. Schwebendes Buch. Walsiren! Nein, verdammt! Der Kristall des Turms. Der Kristallturm erhebt sich hoch über dem Norden von Somerset, wo er als Leuchtfeuer und als Symbol für alles steht, was den Altmann wichtig ist. Komm, lass ihn springen. Der Turm, der auch bekannt ist als kristallenes Gesetz, besteht nicht nur aus Kristall, so sehr dies jene auch glauben mögen, die jenseits unserer geliebten Grenzen leben. Nein, der Turm ist nach dem Kristall benannt, den seine höchste Ebene beherbergt. Das durchschaubare Gesetz. Das durchschaubare Gesetz verleiht seine Macht und Energie dem Kristallturm, welcher der mythischen Struktur erlaubt, ganz Somerset seinen Schutz zu bieten. Die Energie geht vom Turm aus und dehnt sich wie ein unsichtbares Sonnensegel über das gesamte Land aus, damit die Insel sicher ist. Nun ist dieser Schutz jedoch uralt und wurde vor langer Zeit installiert. Als der Kristall von den Altmeer, die den Turm errichteten, in sein Inneres eingebettet wurde. In Wahrheit haben die Sapiarchen, soweit wir wissen, die Funktionsweise des Turms oder des Kristalls selbst nie ganz durchdrungen. Wir wissen, dass die Altmeer den Kristallturm erbaut haben, um die Grabstätten der früheren Altmeri-Siedler zu bewahren und ewig an den Geist der elfischen Volkes zu erinnern, so wie den einen kurzen Moment in der Geschichte zu markieren, in dem wir wahrlich eins waren. Was die Bedeutung des durchschaubaren Gesetzes angeht, so glaube ich, dass sie offensichtlich ist. Man muss nur die Bedeutung des Namens vor Augen führen. Und alles ist sonnenklar. Durchschaubar bedeutet, dass es leicht verständlich und nachvollziehbar ist.
dass es einleuchtet, offen ist, eindeutig und unvoreingenommen. Gesetz wiederum bezieht sich auf Prinzipien und Vorschriften, die einen bestimmten Teil der Realität regulieren. In diesem Fall bekundet der Kristall die klaren und unmissverständlichen Prinzipien des altmärischen Erbes. In der Tat vermuten wir, dass der Kristall gar kein Fragment der Göttlichkeit sein könnte, dem psychische Substanz verliehen wurde. Offenkundig gibt es innerhalb des Kollegs der Sapiarchen Theorien, zyklisch des durchschaubaren Gesetzes und seiner Bedeutung für den Kristallturm im Überfluss. Ich, für meinen Teil, mochte glauben, dass der Kristallturm den Drang nach Perfektion, welcher den Altmeer eigen ist, absorbiert und reflektiert, wodurch er jegliche Unvollkommenheit, welche die Insel schwächen und bedrohen könnte, vertreibt. Nicht jeder stimmt mir zu, doch ich erkenne einen Zusammenhang zwischen dem Stolz und der Bewunderung, welch unser Volk für den Kristallturm empfindet, und dem Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit, das er im Gegenzug über das gesamte Land ausstrahlt. Es handelt sich um eine symbiotische Verbindung. Oder wir haben es schlichtweg mit uralten altmärischer Magie zu tun. Wer kann das schon genau sagen? Ich. Wer bist du? Ihr und eure Begleitung seid buchstäblich im letzten Augenblick eingetroffen. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich nun gern erfahren, wer ihr seid und woher ihr wisst, dass das Kolleg der Sapiarchen angegriffen wurde. Shadow Soldier, dir noch einen schönen Samstag. Der Ritenmeister des Sitschix-Ordens schickt uns, um euch zu warnen. Der Kristallturm ist in Gefahr. Erst führt dieser Kultist eine Armee aus Daedra auf unser Gelände und verlangt von mir, dass ich ihm die entschlossenen Diamanten aushändige. Und nun kommt ihr hier mit einer Warnung der lange nicht gesehenen Weisen von Arteum an. Ich glaube, ihr müsst euch erst einmal erklären, bevor wir hier fortfahren. Drei daedrische Fürsten sitzen auf der Straße und erzählten. Drei daedrische Fürsten haben mit dem Seekrecken zusammengearbeitet, um das Herz des durchschaubaren Gesetzes zu stehlen. Das ist unmöglich. Wir würden wissen, wenn die Verteidigungen des Turmes durchbrochen worden wären. Aber das würde die Katastrophen erklären, die Sommers End derzeit heimsuchen. Dann will ich euch mal glauben. Was schlägt der Ritenmeister als nächsten Schritt vor? Der Ritenmeister versucht, das Herz auswendig zu machen. Wir müssen die daedrischen Fürsten aus dem Turm heraushalten. Ein vernünftiger Plan. Doch für den Zugang zum Turm braucht man die entschlossenen Diamanten, die von den Turmwächtern bewacht werden. Nur sie können die Schlüssel benutzen. Vermutlich sind sie das nächste Ziel. Wir müssen Hanayel und Emidriel in der Akademie der Illumination warnen. Ich kann die Turmwächter warnen. Wir wissen eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Ehe ihr euch zur Akademie der Illumination aufmacht, kann eure Begleitung vielleicht noch diesen Kultisten aus meiner Anlage schaffen. Wir werden auch so schon Wochen brauchen, um den Gestank nach Daedra wieder loszuwerden. Erzählt mir mehr von den Turmwächtern. Alle 11 Jahre werden 2 Sapiarchen dazu auserkoren, sich einem langen und umfassenden Ritual zu unterziehen, das sie auf die entschlossenen Diamanten einstimmt. Die Schlüssel, die den Kristallturm öffnen. Diese Wächter bewachen die Diamanten und nutzen sie, um anderen Zugang zum Turm zu gestatten. Erzählt mir mehr über Hanayel und Emidriel. Zusätzlich zu ihren Pflichten als Wächter sind Hanayel und Emidriel auch Gelehrte des Kollegs der Sapiarchen. Sie führen Forschungen durch und halten Vorträge. Zu ihrem eigenen Schutz wissen jedoch nur einige ausgewählte Personen, dass sie die Wächter sind. Es ist ein Geheimnis, dass man ein Turmwächter ist? So ist unser übliches Vorgehen. Schwierige Zeiten erfordern jedoch auch verzweifeltere Maßnahmen. Ihr müsst wissen, wer sie sind, damit ihr sie finden und in unsere Anlage zurückholen könnt. Hanayel musste in die Bibliothek der Akademie und Emidriel begleitete sie. Die dürfen sich doch nicht am gleichen Ort aufhalten. Niemand sonst kann die Diamanten benutzen?
Die erzurnen Diamanten ergeben zusammen einen passenden Satz, der zu jeder Zeit eigens auf ein Paar Sapiarchen eingestimmt ist. Nur ein eingestimmter Wächter kann einen Diamantenschlüssel benutzen, und um den Weg in den Turm zu öffnen, braucht man beide Schlüssel. Wozu will dieser Tetrakultist denn dann die Diamanten haben? Wer kann schon sagen, wie viel dieser Kultist tatsächlich über die Diamanten und ihren Einsatz weiß? Dem dädrischen Fürsten, dem er dient, steht jedenfalls genügend Magie zur Verfügung, um die Diamanten einzusetzen. Deshalb müssen wir uns vergewissern, dass die Wächter in Sicherheit sind. Mhm. Und Aure Lian Lindor, einen wunderschönen Samstag. Hallo. Was für ein Ohrwurm? Was habe ich gesagt? Überlassen wir diese Psychiker ihrer Arbeit. Manchmal vergesse ich selber. Wir haben einen Kolleg wieder aufzubauen. Ich fasse es nicht, dass ich mir solche Sorgen um das Wohlergehen meines Gatten machte. Leiden hier vorzufinden, wie er die Sapiarchen bedroht und eine Horde von Daedra anführt. Wie konnte er den Orden nur so verraten? Wie konnte er mich verraten? Was habt ihr mit Leighton gemacht? Ein einfacher Bannzauber. Seine Aufmerksamkeit war derart fest auf die Sapiarchen gerichtet, dass er nicht darauf vorbereitet war, noch mit einem weiteren Psychic-Magier fertig zu werden. Während ihr losgeht und die Turmwächter in der Akademie der Illumination sucht, bringe ich Leighton zurück nach Arteum. Werdet ihr keinen Ärger damit haben, ihn wieder zurück zum Psychic-Orden zu bringen? Ich hoffe ja fast, dass er mir ein bisschen Ärger macht. Ich könnte einen guten Grund gebrauchen, um diesem Verräter ein paar Schmerzen zuzufügen. Er hat sich nicht ganz unter unbesorgt. Kontrolle. Mein Zauber wird seine Wirkung behalten, bis wir innerhalb der Mauern von Turm Zepora sind. Bei jeder Unterhaltung mit ihr will sie irgendwie denjenigen, der in der Nähe steht, verwandeln, verprügeln, verzaubern. Und Ben, viel Spaß auf der Arbeit. Schönen Samstag. Ihr da, überzeugt meine liebe Gattin, mich freizulassen, und ich werde Mephala bitten, euch schnell zu töten, sobald das neue Zeitalter anbricht. Ihr seid Valsirins Gatte? Warum dient ihr jetzt einer Tetra? Möge mich die Weberin von Narren und selbstlosen Abenteurern bewahren. Valsirin hat sich schon vor langer Zeit von mir und meiner Tochter abgewandt. Ist es da ein Wunder, dass ich erst Aufnahme und dann ein Ziel beim Hof des Aufruhrs fand? Dann habt ihr den Psychic-Orden also verraten? Maßt euch nicht an, über mein Verhalten urteilen zu dürfen, ihr unwichtiger Floh. Doch. Ich bin jetzt ein Graf am Hof des Aufruhrs und wurde von Mephala persönlich dazu auserkoren, sie auf dieser allzu zerbrechlichen Welt zu vertreten. Lasst mich in Ruhe. Mein Gespräch mit euch ist beendet. Okay. Was, schon wieder dahin? Boah. Ne, wir machen erst das. Port laufen. Und dann können wir gerne hier rüberlaufen. Jo.
So, mal gucken, was der mir zu erzählen hat. Also, nee, das ist die Einsiedlerin. Du siehst gar nicht hier so einsiedlerisch aus, muss ich sagen. Wenn ihr gekommen seid, um mich auszurauben, so fürchte ich, dass ich kaum etwas von Wert besitze. Ich kann euch helfen, wenn ihr hohes Fieber oder einen nervösen Magen habt. Aber mit Gold kann ich dieser Tage nichts anfangen. Wie kommt ihr darauf, dass ich hier bin, um euch auszurauben? Die Farben sind geklaut worden. Gesunder Verfolgungswahn, denke ich. Hier draußen gibt es reichlich fragwürdige Gestalten. Aber mir ist das lieber als die Enge in der Stadt. Zu viele mehr denken nur an ihr Äußeres oder ihren Status oder ihre Karriere. Ich bin fertig mit solchen Trivialitäten. Tindoria hat mich geschickt. Ich bin hier, um eure seltene Farbe zu kaufen. Es ist schon lange Zeit her, dass meine ehemalige Schülerin sich bei mir gemeldet hat. Und jetzt stellt sie solche Forderungen? Wie schnell sie doch vergisst, wer ihr beigebracht hat, wie man den Pinsel hält. Ich brauche kein Gold. Sagt ihr das, wenn ihr mit leeren Händen zurückkehrt. Eigentlich gab sie mir diesen Tee mit. Ist das ein angemessener Tausch? Ist das jokodanischer Blautee? Ich dachte, der wäre für immer verschollen. Die letzte Lieferung soll doch am Grund des Abekäischen Meers liegen. Ah, sie ist wirklich sehr schlau, oder? Sie und Verelil waren das immer. Nun gut, nehmt meine Mixtur. Das ist ein guter Handel. Könnt ihr mir mehr über Tindoria und Verelils Beziehung erzählen? Ihre Rivalität schien anfangs harmlos, ja sogar freundschaftlich zu sein. Etwas, was die beiden motiviert hielt. Doch wie so oft war einer von beiden dem anderen stets einen Schritt voraus. Schon bald verletzte jedes Lob für den einen den Stolz des anderen. Und jetzt? Und jetzt sind sie verbittert und ewig neidisch auf den Erfolg des anderen. Sie glauben, dass auf Sommers End nur Platz für einen großen Künstler ist. Solche Torheit. Ehrlich gesagt haben ihre Streitereien dafür gesorgt, dass ich keine Schüler mehr annehme. Also war Tindoria eure Schülerin? Ja, damals, als ich noch geneigt war, mich mit solchen Emporkömmlingen abzugeben. Ich dachte, dass es mein Erbe wäre, große Künstler auszubilden, die unter meinem wachsamen Auge aufblühen. Leider verfaulten sie einfach nur in ihrer eigenen Überheblichkeit. Wie meint ihr das? Also ich weiß, wie sie es meint, weil... Wir kennen die beiden ja. Das Leben eines Künstlers auf Sommers End ist nicht leicht. Es reicht nicht, dass man großartig ist. Man muss noch besser sein. Aber sowohl Tindoria als auch Verelil verwelkten unter dem Druck. Ich gebe mir selbst die Schuld, weil ich eingewilligt hatte, sie zusammen zu unterrichten. Dankeschön, ich muss auch echt sagen, die Pizza schmeckt mir. Habt ihr schon lange nichts mehr bestellt gehabt? Habt ihr jetzt eigentlich auch nur bestellt, weil es keine Lieferkosten hatte. Obwohl es weiter weg ist und hier manche Dinger sind, die bei mir um die Ecke sind und der 2 Meter fährt und trotzdem 2 Euro Lieferkosten haben will. Aber es war kein schlechtes Ding. Und nochmal ein bisschen Eigenwerbung für morgen. Nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Also, morgen. Morgen kommt der zweite ESO-Stammtisch. Wir hatten ja schon mal vor, ist jetzt auch glaube ich 4, 5, 6 Wochen her, nach dem Ascending Tide Release, sowas gemacht mit Lara, Ragor und Greenie. Und es ist ja sehr, sehr gut angekommen und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen geht es morgen in Runde 2.
Diesmal mit Vraini und Lazu auf jeden Fall dabei. Und wir wollen so ein bisschen, natürlich Ausblick auf High Isle, aber auch so ein bisschen Rückblick auf den Ascending Tide Patch und dem seine Änderungen werfen. Und diesmal wird es die Möglichkeit geben, dass ihr euch da auch dran beteiligt. Heißt, wenn ihr dann bei einem Thema außerhalb vom Chat auch mitmachen wollt, könnt ihr dann gerne... Ihr kommt immer, wenn Ras euch am dringendsten gerne braucht. Mit, entweder sogar, wenn ihr wollt, mit Kamera, aber auch gerne auch einfach nur so dann im Channel mit uns dann diskutieren, austauschen. Gerade bei so Sachen wie den accountweiten Errungenschaften gibt es ja viele, viele Ansichten. Und es geht ja nicht um irgendwelche verhärteten Fronten oder irgendwie sowas, sondern einfach wie verschiedene SpielerInnen einfach das Thema so sehen, immer noch jetzt nach den paar Wochen. Auch was Hybridisierung und sowas angeht, was da so die Erfahrungen waren, was natürlich so die Erfahrung aus den zwei Verliesen ist, auf was das hindeuten könnte, was storyline-technisch so abgeht und dann natürlich so ein bisschen High-Isle. Kommunikation und Austausch, was es seitdem wir das letzte Mal miteinander geredet haben, so ein bisschen vielleicht an Neuigkeiten gibt, was wir noch auf dem PTS erlebt haben. Das steht morgen an. Nachdem Ras mit der hübschen Psychikerin Oriandra gesprochen hatte, erreichten mich erste geflüsterte Warnungen über die illustre Akademie der Illumination. Sie meinten, der Hof des Aufruhrs würde dort einen Sapiarchen jagen. Deshalb musste Ras kommen und sich das anschauen. Er hatte aber nicht damit gerechnet, hier auf euch zu stoßen. Ein gejagter Sapiarch? Dann muss einer der... Das muss einer der Turmwächter sein. Ich bin hier, um sie zu finden. Dann schwebt der Kristallturm also wirklich in Gefahr? Dieser mag das kaum glauben. Der Kristallturm. Er ist eine Bastion. Ein Symbol für alles, was den Hochelfern am Herzen liegt. Die Königin wäre sehr sauer auf Ras, wenn dem Turm etwas Schlimmes widerfahren würde. Es gibt zwei Sapiarchen. Sie überwachen die Diamantenschlüssel, mit denen sich der Kristallturm öffnen lässt. Jetzt versteht Ras, warum der Hof des Aufruhrs nach genau diesen Weisen sucht. Sehr schön. Deshalb braucht man sich nicht den Schwanz zu verdrehen. Ras wird euch helfen, die Sapiarchen vor den irren dädrischen Kultisten zu retten. Schauen wir im Gästeflügel auf der Westseite des Gebäudes nach. Geht voraus. Ja. Ihr lang, und folgt Ras. Morgen gibt's dann auch die Ankündigung einer neuen Sonntagsshow, die dann auch von 12 bis 14 Uhr ungefähr gehen wird. Die wird dann so in 2 Wochen stattfinden. Und dann schaue ich mal, wie ihr so auf die Idee reagiert. Und was ihr dann vielleicht noch für Vorschläge und Ideen habt. Was, wen wir dann da vielleicht einbauen können. Mir wurde nichts von Schülern oder Gelehrten heute gesagt. Die hat auch so eine Frisur. Tut mir leid. Man gibt mir in der Regel Bescheid, wenn neue Akademiker eintreffen. Ich bin mir sicher, dass ich einen Weg finde, um euch irgendwo hineinzuquetschen. Wie lange plant ihr denn zu bleiben? Nein, ich suche nach ein paar Sapiarchen. Hanayel und Imidril. Sind sie hier in der Akademie? Sicher. Sie kamen vor ein paar Tagen an, aber nur Sapiarchin Hanayel blieb. Sie arbeitet an irgendeinem Buch. Ich glaube, das hat sie zu mir gesagt. Keine Ahnung, wo der andere abgeblieben ist. Sie war aber schon eine ganze Weile nicht mehr auf ihrem Zimmer. Glaubt ihr, sie hat das Gelände der Akademie verlassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat all ihre Sachen dagelassen. Unterlagen, wertvolle Folianten. Sowas würde kein Weiser einfach zurücklassen. Vielleicht wurde sie nur in diesen ganzen Unsinn dort draußen verstrickt. Ihr könnt euch ihr Zimmer anschauen, wenn ihr mögt. Es ist gleich da drüben. Fremder, geh in ihr Zimmer und durchsuch es. Was hast du denn vor, STTLC?
eine Greifenstatue. Interessant. Genau sowas hat Ra's in einem Laden in Himmelswacht gesehen. Und Kappa, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Willkommen in der Abo-Falle. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier hat niemand geschlafen. Ein gutes Bett so zu verschwenden. Eigentlich zwei Stück. Brief an Imidril. Sapiage Imidril, ich glaube, ihr habt gut daran getan, die Akademie zu verlassen und die uralten Ruinen aufzusuchen. Irgendetwas stimmt hier nicht, obwohl ich nicht dahinter komme, was genau. Ich bevorzuge es, mich tagelang in den Büchern der Akademie zu verkriechen. Und ich gehe davon aus, dass ich mich noch eine ganze Weile im ruhigen Studierzimmer der Bibliothek verstecken werde. In seinen komfortablen vier Wänden fühle ich mich deutlich sicherer. Lasst mich kurz erklären, wie ich meine Forschung zu organisieren plane. Zu Beginn werde ich mich Tellingers Theorien zur Kreke annehmen. Als wir uns das letzte Mal zum Abendessen trafen, schien er brüskiert darüber, dass ich mich nicht an jede einzelne Zeile seines Werkes erinnern konnte. Dann habe ich vor, das Traktat der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft über die Meereselfen noch einmal zu lesen. Die Bibliothek der Akademie ist höchstwahrscheinlich umfangreich. Im Anschluss möchte ich das Werk lesen, mit dem die Markergilde unseres Geschäftes Kolleg beschrieb. Ich gehe davon aus, dass es voll von Fehlern und Herabwürdigungen ist. Aber vielleicht werde ich ja positiv überrascht. Anschließend gönne ich mir dann wohl eine etwas leichtere Lesekost. Etwas, das man zum Vergnügen liest, nicht zu Studienzwecken. Vielleicht den vierten Band der dunkelelfischen Serie Jahr 2920. Ich weiß, dass ihr dieses Werk verachtet, aber es ist so gut geschrieben. Vielleicht versuche ich mich an dieser Technik, die die Sapiagen der fremdländischen Literatur berühmt gemacht hat. Sie war ein komischer Kauz, aber mich hat die Vorstellung schon immer fasziniert, Bücher auf nebenanliegenden Podien zu legen und sie gleichzeitig zu lesen. Wobei man je nach Freude am Thema immer von einem Podium zum anderen wechselt. Ich lasse euch wissen, wie diese Methode funktioniert. Hanayel. Nett raus! Basum da. Der Brief der Sapiagen. Sie hat in den Worten eine kodierte Botschaft hinterlassen. Was? Ra's hat so etwas schon einmal gesehen. Ein Code? Können wir ihn knacken? Hanayel erwähnte, dass hier etwas nicht stimmt. Dass sie sich in einem ruhigen Zimmer verstecken will. Sehr klug. Anscheinend wusste die Sapiarchen, dass jemand Jagd auf sie macht. Aber diese Liste mit spezifischen Büchern in einer speziellen Reihenfolge, das ist der Schlüssel, denkt Ra's. Also müssen wir die Bücher finden, die Hanayel erwähnt hat? Wir müssen die Bücher und die Podien und finden, auf die wenn Ra's die Bedeutung ihres Codes richtig entschlüsselt hat. Wollen wir hoffen, dass wir sie finden, bevor der Hof des Aufruhrs das tut? Kultisten führten einen dädrischen Angriff auf das Kolleg der Sapriagen durch. Dort war ich, bevor ich hierher kam. Das sind verstörende Neuigkeiten. Die Königin hasst die Machenschaften der Dädera, insbesondere die ganz Unverhohlenen. Beeilen wir uns und versuchen wir, die Sapiarchen zu finden. Ja. Bin ich vorhin schon an der vorbeigelaufen und hab's nur nicht gemerkt, wie ich mich versteckt habe. Hä, was ist denn jetzt mit dir los?
Ah, lass mich erst noch. Fertig essen und dann kann ich auch kommen. Nebenbei versuche ich noch diesen verfluchten Pizzakarton zu schließen. Erzählt mir was, bis ich loslegen kann. Was habt ihr heute noch so vor? Ich meine, wir haben ja noch 40 Minuten mindestens. Haben aber heute ja keinen Zeitdruck. Haben wir nie Druck. Aber da Lara heute nicht streamt. Gibt's bei euch heute Abend sowas wie Tanzen in Mai oder so? Das habe ich früher mal gemacht. Hm? Ich spiele nach dem Stream Herr der Ringe. Oh, das ist auch nicht gehört. Ich werde noch ein bisschen Overwatch spielen. Minigolf und Raclette klingt auch cool. Da ist es sogar, also ich finde es dann sogar von Vorteil, dass es jetzt am Wochenende nicht so warm wird wie am Freitag. Ich finde Raclette, wenn es warm ist, irgendwie nicht so ganz. Spieleabend klingt auch sehr, sehr schön. Walburgisnacht. Walburgisfeuer, stimmt. Dann ist ja heute eigentlich auch. Dann war heute immer der Abend, wo man als Kind Briefkästen in die Luft gesprengt hat, oder? Also, wenn du jetzt mit mir beim Essen mich siehst, dann warst du eine ganze Dekade in der Küche, Neoma. Ja, ich habe mitbekommen, dass bei Herr der Ringe Online einiges passiert ist. Auch irgendwie viel Zeug umsonst, DLCs und sowas. Nee, wir haben früher. Ist das nicht das, wo du. Ich meine, so die neuen Kids, die machen Halloween. Aber war nicht Walburgisnacht, wo du immer Streiche gespielt hast? Und hast so Zahnpasta auf die Auto Klinke und sowas geschmiert. Nö.
Ja, nun egal, ja. Nee, die Weiberfassner, also der Hexenrummel ist bei uns halt, da gehst du saufen. Da bist du nett rumgelaufen und hast Spreiche gespielt, meine ich. Ja genau, Waschmittel in den Brunnen. Wir haben mal, bei uns gab es mal ganz schlimm, da wollte uns einer zur Polizei führen, wir waren es nett. Da hat einer von uns bei irgendeiner im Ort, das war richtig assi, die Gullideckel aus der Straße geholt. Und ich sag mal so, wenn drei Autos Achsenschaden haben, weil sie durchfahren, dann wollte irgendjemand uns ans, weil wir waren der Erste, die sie halt gesehen haben, die erste Gruppe, und dann sollte Polizei kommen und bla bla bla. Aber so doof waren wir damals nicht. Also wir haben viel Scheiße gemacht, sowas hätten wir nie gemacht. Ja, genau, wenn Tayamon sagt, es gibt doch auch so wirklich mit Walburgis Feuer, Riesenfeuer, dann irgendwelche Heuhexen, die rumspringen. Und keine Ahnung. Ja, heute macht man sowas, glaube ich, nicht mehr, weil es gibt ja Halloween. Die Mooma von Pyondonia. Eintrag 543. Atlasnotizen. Kaiserliche Geographische Gesellschaft. Einst ging man davon aus, dass die Mooma von Pyondonia ursprünglich der Verbannte der Somerset-Insel waren. Aber auch wenn sie wahrscheinlich von ähnlichen altmährischen Vorfahren abstammen. Kommen sie ganz sicher nicht aus Somerset. Übersetzungen von Wandteppichen der Kristallturms erzählen die Geschichte einer deutlich älteren Feindschaft. Wahrscheinlich trennten sich die Mooma von den alten Altmeer nicht auf Somerset, sondern in ihrem ursprünglichen Heimat Almeris. Orgrim, ihr Anführer und selbsternannter König, war der Legende nach ein unfassbar reicher altmährischer Adliger, der mit seinen Mitteln eine Rebellion gegen die Machthabenden des Landes angezettelt hat. Er und seine Anhänger wurden dafür in einem Ort verbannt, der den Altmeris durch einen undurchsichtigen Nebel getrennt ist. Pyondonia, die Schleierinsel. Dieses Exil hat sich also so wirksam erwiesen, dass Orgrims Anhänger ihren ehemaligen Mitbürger niemals mehr belästigt haben. Somerset, die neue Heimat der Altmeer, hatte das Glück jedoch nicht. Fast die gesamte Geschichte von Somerset. Hindurch haben die Maorama ihre Vettern von Alt-Elnofai angegriffen. Jede dieser Schlachten wurde von Orgrim persönlich angeführt, der offenbar nicht nur unsterblich geworden ist, sondern auch jedes Jahrhundert jünger aussieht. Nach dem Kenntnisstand der Kaiserlichen Geographengesellschaft hat kein Historiker gezählt, wie viele Kriege bereits gegen Somerset geführt und wie viele Strategien eingesetzt wurden. Aber irgendwie verlief jedes Bemühen, egal wie gut geplant, bisher im Sande. Insbesondere eine ganz bestimmte Offensive ist erwähnenswert, da wir dank ihr unsere einzige Erkenntnis darüber haben, wie es in Pyondonia aussieht. Im Jahr 486 der zweiten Ära wurde eine kleine Flotte der Maorma vor der Küste von Alinor gesichtet. Und König Hiddelit hat seine Seestreitkräften befohlen, sie zu verfolgen. Die Kriegsflotte verfolgte die Schiffe durch unerforschte Gewässer. Die Reise endete mit einem Überfall auf Pyondonia selbst. Der Großteil der altmährischen Flotte wurde zerstört, aber ein einzelnes Kriegsschiff kehrte nach Somerset zurück und beschrieb das Land als Meeresdschungel, massive Plateaus, die förmlich überlaufen vor Vegetation. Vom Irrgärten und Meerestäler, Teppiche aus Seetang, lassen nur die Schiffe der Maorma selbst passieren und bieten ein gut getarntes Zuhause für Seeschlangen, die Orgrim als Wachen und gelegentlich als Reittiere dienen. Als Reittiere, Seeschlangen. Ich will nächstes Jahr, wenn wir da hingehen, will ich so ein Reittier haben. Nebelstürme ergießen sich über das Land und sorgen zusätzlich für Desorientierung. Dass auch nur ein Schiff heil von diesem Besuch zurückkehrte, spricht Bände über die seefahrerisches Geschick der Altmeer. Nachbarsjungen haben auf eine Straße einen Zebrastreifen gemalt. Die Polizei hat sie zu ihrer Mutter heimgebracht und erzählt, was passiert ist. Sie meinte,
Na und, da gehört doch schon lange eine. Ja. Weitere Anmerkungen zu den Kriegen von Tellinger, dem Artefaktor. Zu den Kriegen und den Maormern. Die Kriegen sind alle anderen Völker gegenüber feindselig eingestellt. Und obgleich es Hinweise auf diplomatischen Verkehr zwischen den Kriegen und den Maormern gibt, existieren ebenfalls zahlreiche Erwähnungen von Konflikten zwischen dem Schneevolk und den Schneckenvolk und den Meereselfen. Dies überrascht kaum, da sowohl die Meereselfen als auch die Kriegen gegen den Rest der Welt Krieg führen. Die Maormer scheint es zu quälen, dass sie auf Pyondonea hocken, einem traurigen und sumpfigen Archipel, übelriechenden Inseln. Warum die Kriegen allen vor anderen gegenüber so aggressiv sind, weiß niemand. Es wäre wirklich interessant, was wir als viertes Quartal kriegen. Vielleicht gehen wir nach Thras zu den Kriegen? Ich weiß es nicht. Pyondonea ist zu groß. Das wird ein einzelnes Kapitel mit Meereselfen. Aber die Kriegen, da ja eigentlich vernichtet, nur so einzeln, könnte man vielleicht als kleines Gebiet bringen. Zum Korallenturm. Da der Korallenturm während der Invasion von Thras durch die Marine aller Flaggen eingestürzt ist, und es wird ja zur Marine aller Flaggen irgendwie passen, können wir heute nur noch auf die Tatsache begründete Vermutungen darüber anstellen. Auf ihre eigene verdorbene Art sind die Kriegen äußerst fähige Zauberer. Und allen Erzählungen nach agierte der Korallenturm sowohl als Fokus als auch als Katalysator mystischer Energie. Ich bin kein Gelehrter der Turmkunde. Meine Interessen liegen eher im praktischen Bereich. Aber dies deckt sich teilweise mit dem, was die Mythohistoriker als Zweck und Praxis der sogenannten Türme von Nirn bezeichnen. War der Korallenturm ein echter Turm, wie der rechtschaffende Kristall hier auf Summersend? Oder war er eine gescheiterte Imitation, wie die Unheilspitze? Ich denke nicht, dass uns die wenigen Fakten, die wir hier haben, eine Antwort darauf geben. Zur Krekenseife. Aber... What? Aber genug zu der Spekulation. Es geht weiter mit einem Thema, über das wir uns zur Abwechslung einmal sicher sein können. Krekenseife. Über den Ursprung der Krekenseife gibt es viele Missverständnisse. Und ich freue mich über die Gelegenheit, diese zu beseitigen. Betrachten wir zuerst die metamorphosische Biologie der Kreken. Sie beginnen ihr Leben in den thrassischen Atollen, als in den Worten von Admiral Bendo-Olo widerwärtige kleine formlose Raupen. Diese Raupen werden von ihren bienenförmigen Eltern ignoriert und kriechen irgendwie hinaus aufs Meer, wo sie zu wasserlebenden Quasi-Kopffüßlern mutieren, die wir als Maulquappen bezeichnen. Aufgrund ihrer Fettleibigkeit verbringen erwachsene Kreken viel Zeit damit, sich an den seichten Lagunen ihrer Atolle zwischen den Maulquappen zu suhlen. Die Larven, die zu langsam sind, den Pseudopoden ihrer Eltern auszuweichen, werden gefangen und geerntet. So werden die Schwachen dezimiert und gleichzeitig die Rohstoffe für Krekenseife gesammelt. Gefangene Maulquappen werden in einem immer brodelnden Kessel geworfen, indem sie nach und nach zu einer schleimigen Brühe zerlaufen. Diese Brühe wird alchemisch mit Materialien gemischt, die nur den Kreken bekannt sind, bevor sie in Form gegossen wird und in denen sie dann abkühlt. Sobald sie ausgehärtet sind, werden die Riegel herausgenommen und zur Aufbewahrung in die Eingeweide des Vettelfischs gewickelt. Man nimmt an, dass die Kreken diese Seife als eine Hauptkomponente ihrer nekromantischen Rituale verwenden. Ich bin kein Fachmann der Nekromantie, aber offenbar agiert ein emulgiertes Reagenz, das aus den eigenen Nachkommen gewonnen wurde, als erheblicher Verstärker in der Magie des Untodes. Wenn man Krekenseife überhaupt außerhalb von Thras findet, bezahlen Alchemisten einen hohen Preis dafür.
da sie die einzigartige Eigenschaft zur Herstellung von Tränken der Geschicklichkeit und in sehr seltenen Fällen zur Veränderung der Persönlichkeit zu schätzen wissen. Alianora, die Rote, unsere Sapriarchin der Alchemie, gibt an, dass Kriegenseife niemals wirklich gründlich außerhalb von Thras analysiert wurde und möglicherweise noch weitere unentdeckte alchemistische Eigenschaften aufweist. Außerdem ist sie ein hervorragendes Reinigungsmittel, das tiefenwirksam säubert und doch mild ist, sowie für eine jugendliche frische Haut sorgt. Wenn Sie heute bestellen, kriegen Sie 2. Rufen Sie jetzt an. Akon, lass dir schmecken. Schönen Samstag. Und The Dice. Herzlichen Glückwunsch. Einmal bitte melden. Okay. Die Seife war komisch. Des Menschen Torheit. Nun höret her, denn ich warne euch sehr. Von Unkraut, das da sprießt, ich will euch nicht engen und gar bedrängen. Aber merkt euch lieber dieses Lied. Dies Lied. Unsere Meer beginnt mit einem traurig Ding, das sich von der Fäulnis ernährt. Diesen hässlichen Keim beschwor ein Schelm herbei. Lange war die Schlacht da schon her. Vorbei nicht her. Sie hieß die Entzweiung, es war keine Befreiung. Als der Himmel kam zu Fall, er schlug hart auf und Schlamm kam heraus. Ein sterblicher Schweinestall. Das war ekelhaft, doch schweife ich ab. Um die Schweine geht unsere Meer. Was da niederkam, waren Menschensamen. Sie gingen wie Blasen auf und her. Nur kurz währt ihr Leben und ist meist vergebens. Doch überall dringen sie ein. Man scherzt sich machen lässt über diese Pest. Bis sie plündert, leer dein Heim. O wenn der Mensch erst tanzt zu Lorkans Klang, kennt jeder des Leichengottes Werk. Wie sehr er ihn trifft, bis letzter Stich, hat Tridimac nicht mal bemerkt. Okay. Wir haben noch nicht alle Bücher. Guten Tag, was willst du? Beanie! Divilius jetzt 7 Monate dabei. Danke. Zu viele Alerts auf einmal. PJ Bryn Ilaf. PJ Brini, vielen Dank für deinen Raid. Willkommen an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Leute, schaut gerne auch bei Brini mal vorbei. Hab vorhin im Augenwinkel gesehen, sie war verkleidet. Und Devilius, Devi, vielen Dank dir für deinen Resub. Dankeschön. Danke. Und Itarius, einen wunderschönen guten Tag. Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Komm gleich, irgendwann komme ich wieder drauf. Wow, Nutzer Patty, einen wunderschönen Servus. Und LS Zockerhilfskraft, Ali, hallo. Was ein Drache. Wie hieß er, der immer Feuerwehrmann werden wollte? Ich hab's vergessen. Und Zylondin, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für deinen Follow. Und ich hab's leider wieder vergessen, Leder. Husch. Wie war's? Ach, The Bruce. The Lee, der war's. Ah, jetzt eben hat's geklingelt. Und wer hat gewonnen? Tayamon hat den Luxushändler gewonnen. Krisu, genau, den habe ich gemeint. Tayamon hat gewonnen. Der Neid von Frau Kilana ist dir sicher. Oh, das ist dieses komische Band, was die vorhin unbedingt lesen wollte. Das Jahr 2920, Band 4. 2920, das letzte Jahr der ersten Ära. Dritte Morgenröte, die Insel Atheum, Somerset.
Sotasil schaute den Initianten dabei zu, wie sie einer nach dem anderen den Uazuma-Baum hinaufbeschworen. Eine Frucht oder eine Blume aus seinen Ästen nahm und dann nach mehr oder weniger elegant wieder auf den Boden zurückkehrte. Er nahm sich einen Augenblick Zeit, den Tag zu bewundern. Diese getünchte Statue von Syraban, für die der große Magier angeblich in grauer Vorzeit Modell gestanden hatte, thronte über einen Klippenvorsprung über der Bucht. Hinter ihr waren das Meer und die nebelverhangene Grenze zwischen Arteum und der Hauptinsel Sommersend zu sehen. Im Großen und Ganzen akzeptabel, verkündete er, als die letzte Schülerin ihm ihre Frucht in die Hand legte. Er bewegte kurz seine Hand und schon waren die Früchte und die Blumen wieder oben am Baum. Noch eine Handbewegung und die Schüler bildeten einen Halbkreis um den Zauberer. Er zog einen knalligen, kleinen, faserigen Ball aus seiner weißen Robe, der ungefähr 30 cm Durchmesser hatte. Was ist das? Die Schüler verstanden, worum es bei dieser Prüfung ging. Sie sollten einen Identifikationszauber auf den geheimnisvollen Gegenstand wirken. Alle Initianten schlossen ihre Augen und stellten sich den Ball im Reich des universalen Wahrheit vor. Seine Energie hatte, wie jede physische und geistige Materia, seine ganz eigene Resonanz. Einen negativen Aspekt, ein Spiegelbild, relative Wege, eine wahre Bedeutung, ein Lied im Kosmos, eine Textur im Stoff des Raums, eine Facette des Seins, das es schon immer gab und das es immer geben würde. Ein Ball, sagte schließlich ein junger Nord namens Velek, was von einigen der jüngeren Initianten mit einem Kichern erwidert wurde, jedoch von den meisten unter ihnen Sotasil mit einem Stirnrunzeln. Wenn ihr schon darauf besteht, dumm zu sein, dann seid zumindest unterhaltsam, knurrte der Zauberer, der im Anschluss eine junge, dunkelhaarige Altmär ansah, die verwirrt reinblickte. Wisst ihr es, Lilata? Das ist Chrom. Das ist Crude. Das ist Chrom, antwortete Lilata mit unsicherer Stimme. Was die Troikmeffen nach ihrem Kavinasim. Aber trotzdem sehr gut, sagte Sotasil. Und jetzt sagt mir, was das bedeutet. Das weiß ich nicht, gab Lilata zu. Die anderen Schüler schüttelten ebenfalls den Kopf. Das Verständnis aller Dinge geschieht im Schichten. Eine gewöhnliche Person sieht einen Gegenstand an und fügt ihn einer passenden Stelle in seinem Denkschema ein. Jene, die in den alten Sitten bewandert sind, in den Lehren der Sitchik, der Mystik, sehen einen Gegenstand und können seine korrekte Rolle erkennen. Aber zum Erreichen von Verständnis muss eine weitere Schicht erforscht werden. Ihr müsst Rolle und Wahrheit eines Gegenstandes erkennen und dann herausfinden, was sich dahinter verbirgt. In diesem Fall handelte es sich bei diesem Ball tatsächlich um Chrom. Eine Substanz, die von den Troik erzeugt wird. Ein Volk, das im nördlichen und westlichen Teil des Kontinents unter Wasser lebt. Einmal in ihrem Leben führen sie den sogenannten Kavinasim durch, bei dem sie ein Jahr lang an Land leben. Im Anschluss kehren sie in das Wasser zurück und Meffen, wie man das Verschlingen der Haut und Organe nennt, die sie für das Leben an Land benötigt hatten. Danach würgen sie kleine Bälle wie diesen hier hoch, Chrom. Troik erbrochenes. Die Schüler schauten den Ball mit leicht flauen Augen, Blick an. Das war eine der Lektionen, die Sotasil immer besonders viel Spaß machte. Vierte Morgenröte, 2920. Die Kaiserstadt, Syrodil. Spione, brüllte der Kaiser, während er in seiner Badewanne saß und ein Geschwulst an seinem Fuß ansah. Überall um mich herum, Verräter und Spione. Seine Mätresse Ria wusch ihm den Rücken, ihre Beine um seine Hüften geschlungen. Wenn er in einer solchen Stimmung war, empfahl es sich, eine ruhige und beruhigende und verführerische Sinnlichkeit auszustrahlen und außerdem kein Wort zu sagen,
bis er ihr eine direkte Frage stellt. Was er dann auch tat. Was denkt ihr euch, wenn so ein Kerl seiner kaiserlichen Hoheit auf den Fuß tritt und sagt, tut mir leid, eure kaiserliche Hoheit. Findet ihr nicht, dass verzeiht mir, eure kaiserliche Hoheit angemessener wäre? Tut mir leid, nun, das hört sich fast an, als täte es diesem agonischen Mistkerl leid, dass ich seine Hoheit bin. Also hoffte er, dass wir den Krieg gegen Morrowind verlieren. So hört sich das an. Was könnte man tun, damit ihr euch wieder besser fühlt? Fragte Rhea. Möchtet ihr ihn auspeitschen lassen? Wie ihr schon sagtet, ist er nur der Kriegsherr von Seelenruhe. So würde er lernen, dass er aufpassen muss, wo er hintritt. Mein Vater hätte ihn auspeitschen lassen. Mein Großvater hätte ihn hinrichten lassen, grummelte der Kaiser. Aber mir ist es egal, wer mir alles auf die Füße tritt, solange sie mich respektieren und keine Ränke gegen mich schmieden. Irgendjemanden müsst ihr doch vertrauen. Nur euch, sagte der Kaiser mit einem Lächeln. Und er drehte sich ein Stück und gab Rhea einen Kuss. Und wohl meinem Sohn, Juliek, obwohl ich mir wünschte, er wäre ein wenig vorsichtiger. Und euer Rat und die Potentaten, und euren Rat und die Potentaten, fragte Rhea. Ein Haufen Spione und eine Schlange, lachte der Kaiser und küsste seine Mätresse. Erneut und flüsterte. Solange ihr mir treu seid, werde ich mit der Welt schon fertig. 13. Morgenröte 2920, Kramfeste, Morrowind. Turalla stand im schwarzen, juwelenverzierten Stadttor. Um sie herum heulte der Wind, aber sie spürte ihn nicht. Der Herzog war außer sich vor Zorn, als er hörte, dass seine Lieblingsmätresse ein Kind erwartete, und er hatte sie aus seinen Augen verbannt. Sie hatte immer wieder versucht, ihn zu sehen, aber seine Wachen ließen sie nicht zu ihm durch. Am Ende war sie zu ihrer Familie zurückgekehrt und hatte ihnen die Wahrheit gebeichtet. Hätte sie sie doch nur angelogen. Hätte sie ihnen doch erzählt, dass sie nicht wisse, wer der Vater sei. Ein Soldat, ein reisender Abenteurer, irgendjemand. Aber sie sagte ihnen, dass der Herzog, ein Mitglied des Hauses Indoril, der Vater sei. Und sie taten, was sie wusste, dass sie tun mussten, als Mitglieder des Hauses Redoran. Auf ihrer Hand prangte das Mal der Verstoßung, das ihr weinender Vater ihr mit dem Eisen eingebrannt hatte. Aber die Grausamkeit des Herzogs hatte ihr deutlich mehr wehgetan. Sie blickte zum Tor hinaus, über die weite winterliche Ebene. Knochige, schlafende Bäume und Himmel ohne Vögel. Niemand in Morrowind würde jetzt noch etwas mit ihr zu tun haben wollen. Sie hatte keine andere Wahl, als weit, weit wegzugehen. Mit langsamen und traurigen Schritten begann sie ihre Reise. Und Coffee Shots. Einen wunderschönen Samstagmittag, Hallihallo und vielen, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ja, genau. An die Wahlkotze musste ich auch denken. Doch, haben wir noch irgendein Buch vergessen? Was ist denn da los? Ja, aber eigentlich müsste ich doch alle Bücher haben. Ich sehe nichts. Und weiteren Büchern. Doch, da ist noch eins. Die Weisen des Kristallturms. Manche nennen sie weise und gebildet. Für andere sind sie die besten Magier der Somerset-Inseln. Obgleich viele meines Volkes diese Aussage anfechten würden. Sie sind die Sapiarchen, die Weisen des Kristallturms und die Lehrmeister der Erben des Königthrons von Somerset. Gewiss, zu ihnen zählen einige der größten Zauberer des Zeitalters. Aber im Allgemeinen handelt es sich bei ihnen um Gelehrte magischen und esoterischen Wissens, die sich jeweils einem spezifischen und einzigartigen Studienfeld widmen. Die Sapiarchen sind die Bewahrer des Kristallturms
der auch der rechtschaffene Kristall und kristallines Gesetz genannt wird. Kristallines Gesetz. Der Turm heißt nicht nur etwa so, weil er aus Kristallen errichtet wurde, sondern weil er das durchschaubare Gesetz, einen magischen Kristall, der an der Spitze des Turms ruht, beherbergt. Eine Handvoll Weise leben im Turm, wo sie sich um seine Bedürfnisse kümmern und seine Geheimnisse bewachen, während andere kommen und gehen, wie es ihre Studien fordern. Natürlich betritt man den Turm nicht einfach, indem man vor seine Tür tritt und sie öffnet. Der Weg ist verborgen und von mächtigen Schutzzaubern bewacht. Nur mit Hilfe der Turmwächter kann man überhaupt Zutritt erlangen. Diese beiden speziell auf den Turm abgestimmten Sapiagen tragen jeweils einen Gegenstand, den man zum Betreten des Turms benötigt, nämlich einen der beiden entschlossenen Diamanten. Diese azurblauen Diamanten öffnen den Weg in den Kristallturm, wenn sie korrekt abgestimmt und gleichzeitig von den Turmwächtern verwendet werden. Es gibt immer nur zwei aktive Wächter, da jeder von ihnen ein langwieriges Ritual durchführen muss, das ihn an seinen Diamanten bindet. Der Rest des Waisenordens ist im Kolleg der Sapiagen organisiert, wo jedes Mitglied für ein spezifisches Feld magischer oder esoterischer Lehre verantwortlich ist. Lanumir von Lilindril, der Sapiage der Arkanologie, leitet das Kolleg, das aus 223 verschiedenen Disziplinen besteht, die jeweils einen Sapiagen und einen Assistenten zugewiesen sind. Die Sapiagen sind in ganz Sommersend verteilt, wo sie alleine oder in kleinen Gruppen an unabhängigen Studien arbeiten oder spezifische Themen für das gesamte Kolleg erforschen. Bestimmte Forschungen können im Kristallturm und im Sapiagen-Labyrinth in Lilandril durchgeführt werden. Bei allen anderen Aktivitäten reisen die Weisen, soweit erforderlich, durch die Lande. Oder sie sperren sich in ihren eigenen Bibliotheken ein, um die Komplexitäten der größten Mysterien der Welt zu sinnieren. Als Deuter der Schriftrolle der Bräuche, anhand derer Präzedenzfälle die Herrscher der Somerset-Insel ihr Reich regieren, spielen die Sapiagen eine wesentliche Rolle bei der Beibehaltung der Zeremoniarchie. Und in der Tat haben die Schriftrollen die Bräuche angeblich vorausgesagt, dass Prinzessin Eiren im Spiegelbild des rastlosen und turbulenten Zeiten sein würde, in die sie geboren wurde und über die sie später herrschen sollte. Zur gegebenen Zeit suchen die Thronerben die Sapiagen auf, um vor ihrer Krönung die erforderlichen 3555 Tage lang die altmährische Königsbräuche und die Zeremoniarchie zu studieren. Anschließend dient das Kolleg der Sapiagen dem neuen Herrscher als mächtige Ressource, die ihm, falls erforderlich, mit Rat und Wissen zur Seite steht. Obgleich sie augenscheinlich zu hohen Wert auf Studien und akademische Lehren legen, sind die Sapiagen doch enorm interessiert an Zeichen und Omen. Sie sehen tiefgründigere und erhebliche Bedeutung in den Bewegungen der Sternbilder und in Positionen der Monde, im Verhalten von Tieren und sogar in den Formen des Schaums auf einer Schüssel Jahrhundertsuppe. Dieses Seilziehen zwischen Intellektuismus und Aberglaube mag euch und mir widersprüchlich erscheinen, aber die Sapiagen betrachten die beiden Elemente als zwei Seiten derselben Münze. Und wie immer bei einer Münze braucht man auch hier beide Seiten, um den Eintrittspreis zu entrichten. Zumindest sagen das die Sapiagen. Zu den wichtigsten Studienfeldern der Sapiagen zählen die Studien des Reiches des Vergessens, Indoktrination, altmährisches Erbe, Verzauberung, Mythohistorie, detrische Trugschlüsse, Selenologie. Selena studiert Selenologie. Da bin ich voll für. Und göttliche Orthodoxie. Jeder Sapiage trägt einen Titel, der sein Amt und sein Studienfeld beschreibt. Beispielsweise Sapiage der altmährischen Künste oder stellvertretender Sapiage der Marineforschung. Dieser Titel bleibt dem Sapiagen auf Lebenszeit und bis er beantragt, seinen Studienbereich zu wechseln. Die Turmwächter hingegen tragen ihre Verantwortung hinsichtlich der entschlossenen Diamanten 11 Jahre lang
bevor die Turmschlüssel an die nächsten Sapiarchen weitergegeben werden und sie wieder an ihrem Studienfeld zurückkehren. Ich musste eben gerade nur an dich denken wegen Selenologie. Das ist mir gerade beim Lesen einfach nur in den Kopf gesprungen. Ah, ich habe gleichzeitig mit Ras. Was? Nein, halt! Nein, das wollte ich doch auch gar nicht klicken. Ich muss doch hier die Reihenfolge haben. Ich bin für das als Erdnähe. Ja, geil, okay. Natürlich ist es die Kreken-Geschichte. Und dann kommt die Maorma-Geschichte. Nach der Maorma-Geschichte kommt der Kristallturm. Was war jetzt? Komm. Und jetzt kommt der vierte Band. Ein verschwindendes Bücherregal. Ras mag so schlaue Sachen. Wenn ihr mich fragt, woher ich das weiß. Wer seid ihr? Ich kann's einfach. Die Semologie? Nee. Falls ihr die Person seid, die mich verfolgt, dann muss ich euch warnen. Ich schreie, ich kann verrückte. Sapiarchin Lanatil hat mich geschickt, um euch und den anderen Turmwächter zu finden. Ich wusste, dass ich mir da nichts einbilde. Ich hatte Imidriel gesagt, dass uns jemand folgt. Wenn euch die Leiterin des Kollegs der Sapiarchen schickt und sie euch erzählt hat, dass wir die entschlossenen Diamanten bewachen, muss es um eine ernste Angelegenheit gehen. Sind die anderen Allianzen darin verstrickt? Ihr dädrische Fürsten, wo kann ich Imidriel finden? Dädrische Fürsten, sagt ihr? Mehr als einer? Das klingt nicht sehr gut. Imidriel ist nach Königshafen gegangen. Die alten Ruinen, nicht allzu weit von hier. Er stöbert bei jeder sich bietenden Gelegenheit dort herum. Aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Ich gehe nach Königshafen und sehe nach dem Sapiarchen. Ras erklärt der hübschen Sapiarchen alles und sorgt für ihre sichere Rückkehr nach Lilanderil. Ihr sucht den anderen in den Ruinen. Verstehe, Ras, verstehe. Dann macht euch das mal hier im geheimen Zimmer. Erwischt. So. Aber ich finde, das ist auch wieder eine hervorragende Stelle, mich für heute aufzuhören. Weil jetzt hier sich noch durch die Königshafen-Pass zu kloppen, ist mir tatsächlich ein bisschen viel. Viel gelesen heute, deswegen meine Stimme ist so ein bisschen am Versagen langsam. Da morgen auch nochmal ein Tag ist, an dem ich viel reden will, muss und darf, würde ich für heute den Queststream damit beenden. Wir sind so überhaupt nicht großartig weit gekommen. Wir haben das hier gerade mal fertig gemacht und sind bis dahin hingekommen und haben da ein, zwei Quests gemacht. Also wir haben zwar viel geschafft, aber irgendwie doch nicht viel, weil da haben wir noch einen ganz schönen Klotz vor uns an Storyline hier für die nächsten Samstage. Ich hoffe, also bis 6.6. kriegen wir das aber auf jeden Fall fertig. Ansonsten muss jemand mal am Samstag seine Kanalpunkte investieren, damit wir länger machen. Aber das sollte eigentlich locker hinkommen und dann quetschen wir auch nichts mehr dazwischen. Ja, ich gucke jetzt mal im Nebengrund, wo ich euch dann hinschicken kann.